Hallo und herzlich willkommen zur 51. Ausgabe meines Weinpodcasts vom 13. November 2021. Mein Name ist Florian Bold, ich bin Weinakademiker und freue mich sehr, dich hier und heute wieder begrüßen zu dürfen. Es ist dir vielleicht aufgefallen, es gibt ein neues Podcast-Cover. In Zukunft möchte ich meine Persönlichkeit und meine Kompetenz ein bisschen mehr in den Mittelpunkt stellen und der Name Weinverstehen leicht gemacht soll so etwas wie eine Marke von mir sein, unter der es eben nicht nur den Podcast gibt, sondern eben auch meine Online-Weinkurse. Die findest du ja auf online-weinkurs.de. Und an der Stelle sei nochmal erwähnt, der Gutschein, der Rabattgutschein für euch, liebe Hörer, für die Kursgebühr meiner Online-Weinkurse. Und zwar mit dem Gutscheincode WVLG050, kleingeschrieben, erhaltet ihr 10% auf die Kursgebühr. Und nicht zu vergessen, seit Mitte des Jahres ist ja bei jedem Kurs noch ein Online-Meeting, eine Online-Session mit mir gemeinsam enthalten in der Hälfte der Dauer des gebuchten Online-Kurses. Also und neben diesen Online-Weinkursen gibt es auch noch die Weinproben. Auch das möchte ich gleich zum Beginn nochmal herausstreichen, weil die Anfragen häufen sich. Es geht stramm auf Weihnachten und das Jahresende zu. Irgendwie mental so richtig drauf vorbereitet bin ich noch nicht. Aber wir brauchen natürlich immer ein paar Tage auch Online-Weinproben oder auch jetzt gerne möglich Präsenzweinproben ein bisschen zu organisieren. Und wenn ihr das Ende November oder im Laufe des Dezembers machen möchtet, dann meldet euch doch demnächst bei mir und wir sprechen darüber, wo und wie ihr die Weinprobe dann gestalten wollt. Ansonsten neben dem neuen Cover passiert ein bisschen was im Hintergrund. Ich stelle nochmal mein Angebot ein bisschen verschärft dar und möchte mich auch ein bisschen neu positionieren. Aber noch wichtiger, eine Zahl möchte ich noch nachreichen. Jetzt liegen ja die 50 Episoden hinter uns und in den letzten 3 Jahren habe ich insgesamt 129 Stunden, ein bisschen mehr sogar, 129 Stunden Podcast produziert. Das sind insgesamt, oder anders ausgedrückt, bisschen mehr als 5 Tage, die ihr euch quasi reinziehen könnt. Und eine ganze Menge, wie ich finde. Und da habt ihr auch einiges auf die Ohren von meiner Seite bekommen. Und für eure Treue und Ausdauer möchte ich mich natürlich bedanken und anerkennen und hoffe im Rahmen der Online-Weinkurse eben, dass die Weinkompetenz, das Weinwissen noch strukturierter und systematischer euch anbieten zu können, weil das entscheidende Ziel ist natürlich, in Zukunft versierter und kompetenter den Weinkauf zu gestalten, nie mehr ratlos vorm Weinregal stehen, nie mehr ratlos im Restaurant vor der Weinkarte sitzen. Und das ist ja das, um was es geht. Ihr sollt durch den Podcast und die Online-Weinkurse einen praktischen Nutzen für euren Weinkonsum oder Weingenuss haben. So, damit genug des Geplänkels, Vorgeplänkels. Ich freue mich sehr, euch Hajo Lorca in diesem Gespräch begrüßen zu dürfen. Seines Zeichens Winzer und Unternehmer aus Bozen in Südtirol. Wir bleiben ja noch thematisch bis Ende des Jahres in Südtirol. Und eine andere Gästin, die ich hier hatte, Telsche Peters, die ihren toskanischen Bio-Wein-Shop, sag ich mal, hier präsentiert hat, die war nämlich dort Angestellte bei Herr Lorca, hat mir da den Kontakt ermöglicht und wir werden ausgiebig über Biodynamie in Südtirol sprechen und natürlich dann auch über den sensationellen Wein, so viel kann ich schon vorab verraten, Timeless, ich kann es gar nicht anders sagen, ein Weißwein, der wirklich eine Klasse für sich ist, auch in Sachen der Produktionsweise, der mich aber schlussendlich geschmacklich vom Hocker gehauen hat. Und das ist das Schöne daran, letzten Endes war es auch ein Hörer, mein treuerster Hörer und Kumpel Fabian, der mich auf diesen Wein aufmerksam gemacht hat. Und das freut mich insbesondere deswegen, weil sich damit einfach zeigt, dass mit eurem Feedback sich der Kreis auch schließt vom Hörer zum Gast, zum
Anbieter oder Podcaster. Und so klein ist dann die Weinwelt doch, dass alles letzten Endes irgendwie zusammenpasst. Also, ich wünsche euch viel Spaß mit dem sehr detaillierten Gespräch über biologischen und biodynamischen Anbau in Bozen mit Herrn Lorca und vor allem auf seine sehr leckeren 5 Weine, die wir immer als krönenden Abschluss des Gesprächs verkosten werden. Ja, liebe Podcast-Hörer, auf zum nächsten Interview. Wir bleiben natürlich in Südtirol und ich freue mich, euch einen nächsten Gesprächspartner vorstellen zu dürfen mit einem großen bekannten Namen, der euch vielleicht mehr aus einer anderen Ecke bekannt ist, aber die ehemalige Mitarbeiterin von Hajo Lorca hat uns quasi zusammengebracht. Telsche Peters, die kennt ihr ja aus der Sondersendung 4 vom 1. Mai 21, die dort auch schon gearbeitet hat. Und da lag es natürlich nahe. Vor allem war ja schon ein anderer Podcast-Hörer ein Wein von dem Weingut explizit angesprochen und bei mir nachgefragt hat. Umso schöner ist es, dass sich da der Kreis für mich schließt. Und ich freue mich jetzt, euch Hajo Lorca aus Südtirol Bozen vorstellen zu dürfen. Grüß Sie, Herr Lorca. Ja, hallo, grüß Sie. Grüß euch aus Südtirol. Super, ja, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen können. Ich habe schon angedeutet, der Name ist den meisten ein Begriff. Ihr seid, was die Biodynamie angeht, das wird heute im Laufe des Gesprächs neben euren großen Wein Timeless, den der Hörer schon angesprochen hat, ein Thema sein. War dir einer der Pioniere neben anderen großen Namen aus Südtirol. Aber ich denke, die meisten Südtirol-Urlauber treffen auf den Namen Lorca erstmal, wenn es um Waffeln geht. Ist das eure gleiche Familie oder vielleicht können Sie ganz kurz schildern, was ihr alles in Bozen treibt? Ja, natürlich eine sehr, sehr häufige Frage, die mir gestellt wird, hauptsächlich, wenn ich in Italien unterwegs bin. Meine spontane Antwort ist immer, es gibt keine 10 männliche Lorcas in ganz Italien, was mehr oder weniger hinkommen muss, auch wenn es letztlich etwas Zuwachs gegeben hat. Auf jeden Fall eine kleine, große Familie, wie man es auch nennen will, Familie Lorca, an deren Pyramide hier in Südtirol mein Großvater steht und stand, leider schon seit mehreren Jahren oder Jahrzehnten verstorben. Er war derjenige, der sich aus seinem Jux heraus oder aus einer Passion heraus sich diese Kekse, diese Waffeln vorgestellt hatte und dann umgesetzt hatte, tatkräftig nach dem Zweiten Weltkrieg, weil er, so ganz nebenbei erwähnt, weil er einfach zu gern Fußball gespielt hat. Mhm. Und als damaliger Konditor hat er es einfach satt, immer früh aufzustehen und am Abend seiner Leidenschaft nicht nachlaufen zu können, dem Fußball. Und da hat er die Waffel eingepackt, damals noch in Aluminium oder in einer ähnlichen Verpackung, damit diese länger haltbar bleiben. Und so begann die Geschichte der Lorca-Kekse in der Nachkriegszeit. Mein Onkel, mein Vater stiegen dann in den 60er Jahren ein und haben dann später dann auch mit meiner Tante das Unternehmen größer in größere Dimensionen geführt. Mein Vater hatte dann eine lebensentscheidende, eine lebensverändernde Entscheidung getroffen, Ende der 70er Jahre und stieg aus dem väterlichen Unternehmen aus, hat sich getrennt von dem Süßwarenindustrieunternehmen und tauchte in mehrere Gebiete ein, in einer ersten kurzen Zeit noch zurück in die Süßwaren, direkte Konkurrenz zu seinen Geschwistern. Aber das ließ er dann fallen und lebensverändernde Entscheidung deshalb, weil er sich eigentlich seinem Hauptthema widmete, der Gesundheit. Wie schaffe ich mehr Gesundheit und im menschlichen Organismus? Ein großes Thema war der Wein, ja, dass er dann, als ich dann später einstieg, noch viel stärker entwickelt hat. Und das andere große, eigentlich das zentrale Thema bei ihm war die Homöopathie, die er dann immer wieder weiterentwickelt hat. Und dann auch
Ja, in relativ große Dimensionen. Also da ist natürlich schon der Weg ein bisschen vorgezeichnet. Das wäre jetzt auch tatsächlich gleich der erste Gedanke gewesen, wenn man jetzt in Bozen aufwächst, wie zwingend ist es denn da, dass man entweder im Obstanbau landet oder im Weinanbau? Aber ihr hattet ja quasi jetzt eine Konditorwurzel, wenn man jetzt so sagen möchte. Aber der Wein, der hat sich dann schon quasi relativ schnell breit gemacht. Und das war aber auch für Sie persönlich dann, ja, vielleicht klar oder ausgemachte Sache schon, dass Sie auf jeden Fall den Weg dann noch weiter bestreiten werden. Ja, Konditorwurzel, sehr schön definiert. Also dazu kann ich nur beistimmen. Wir alle verbringen gerne eine gewisse Zeit auch in der Küche, um einfach das Unsere dazu beizutragen, dass das Essen, das bei uns auf dem Tisch landet, dann auch unseren Ansprüchen, nicht nur gastronomisch, sondern auch gesundheitlichen Ansprüchen entspricht. Klammer geschlossen. Ja, klar, für mich war Wein ab meinem sechsten Lebensjahr im zentralen Fokus, zumindest weil wir ja dann am Weinhof aufwuchsen, wo wir eigentlich von meinem Vater ja, klassischerweise sofort integriert wurden in die, also wir, meine ich jetzt meine zwei Brüder noch, mein Bruder Hannes und mein Bruder Franz Josef, wurden natürlich vom Vater in die Pflicht genommen. Da wurde keine Ausnahme gemacht. Also schon in den frühesten Jahren haben wir erfahren, durften wir erfahren, was harte Arbeit heißt. Was am Anfang, weil es harte Arbeit, also wirklich harte Arbeit war, für ja, 10, 11, 12-Jährige Boom, sicher eine Herausforderung, was vielleicht am Anfang sicher etwas abschreckend gewirkt hatte, inwieweit der Einzelne in die Fußstapfen seines Vaters treten will. Irgendwie so genau kann man sich dann auch nicht immer aussuchen, glaube ich mal, gerade wenn man in einem väterlichen oder mütterlichen Betrieb dort mitwirkt, bin ich so in die Rolle reingewachsen, der sich am meisten für den Wein interessiert. Aber ich spreche da wirklich von 13, 14, 15-Jährigen, wo meines Erachtens die Ideen bei weitem noch nicht klar sind. Und ich glaube mal von den Eltern, in meinem Fall sicher vom Vater, ja, vorgezeichnet werden, so im Wunsch vorgezeichnet werden. Ja. Meine zwei Brüder, die hat es stärker geprägt, was jetzt die harte Arbeit im Weinberg und im Keller betrifft. Die hatten ja, schon sehr früh klar mitgeteilt, ja, das ist nichts für sie. Sie suchen ihr Glück irgendwo anders. Ja, ich kann es ja immer wieder sagen, ich hatte, das ist jetzt auch schon fast 10 Jahre her, oh Schreck, 2012 ein Praktikum an der Hessischen Bergstraße gemacht und bin da in meinen freien Tagen im Weinberg rumgelaufen und auch im Weinkeller. Und das muss ich sagen, hat meine Perspektive oder mein Blick auf die Leute, die Wein erzeugen, als auch auf das Produkt selber schon maßgeblich geändert, weil man einfach die Arbeit und auch ja, die Nöte und Ängste vielleicht bei schlechtem Wetter durchaus anders sieht und auch letzten Endes mehr Respekt für das Produkt und die Arbeit mitbringt. Und vor allem, was mir deutlich geworden ist, aber das war vielleicht als Teenager noch viel mehr der Fall, dass es eben keine Selbstverständlichkeit ist und alles von alleine passiert, sondern dass die Eltern sehr hart dafür arbeiten müssen, die Lebensgrundlage quasi zu erhalten oder zu erwirtschaften. Und ich denke, dass das schon sehr, sehr prägend ist und letzten Endes auch heutzutage vielleicht hier und da ein bisschen ein Mangel daran ist, dass man auch irgendwas tun muss, wenn man was haben möchte und vielleicht auch von den Einzelnen viel abverlangt, gerade wenn man in so einer landwirtschaftlichen oder handwerklichen Bereich ist. Jetzt haben Sie schon gesagt, Ihr Vater hat auf Gesundheit und gesunde Körper Wert gelegt und ist in Richtung Homöopathie gegangen. War das von Anfang an dann schon so, auch in Ihren Jugendjahren, dass quasi
ich nenne es jetzt nochmal, weil ich glaube, damals gab es die Begrifflichkeiten noch gar nicht oder war noch nicht so populär. Klar, Biodynamie ist Anfang vom 20. Jahrhundert entwickelt worden vom Steiner, aber jetzt so in der Wahrnehmung oder im Bewusstsein gab es es vielleicht in der Deutlichkeit noch nicht damals. Aber nennen wir es vielleicht mal Nachhaltigkeit oder naturnahes Wirtschaften war dann von Anfang an quasi bei euch im Betrieb schon an oberster Stelle, oder? Ja, ja, was heute aus allen Löchern schießt, jeder Unternehmer braucht irgendwo ein nachhaltiges Label, irgendwie auch im Marketing, da kommt der Einzelne ja gar nicht mehr daran herum. War für uns früher ein harter Kampf in einem Umfeld, das sich gewisser wichtigen Voraussetzungen in der Landwirtschaft, aber auch und auch im täglichen Leben nicht ganz klar war. Also mein Vater klarerweise anfänglich hat einen starken Gegenwind zu spüren. Man muss sich vorstellen, ein Industrieller, Halbindustrieller aus der Waffelindustrie steigt dort aus und steigt in die Landwirtschaft ein, in einem sehr, sehr kleinbürgerlichen oder sagen wir kleinbürgerlich geprägten Land wie Südtirol, hauptsächlich damals. Es hat sich sicher in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr viel geändert zum Besseren. Aber damals war das ein Affront für alle Weinbauern, alle Bauern im Großen und Ganzen. Was will der jetzt machen? Und zusätzlich macht er das auch biologisch und später dann biodynamisch. Also harte Zeiten, die es damals gar nicht beziehungsweise die Kämpfe dort vor Ort auszutragen, war ja ein heißer Tropfen oder ein kalter Tropfen am heißen Stein. Ja. Deshalb zum Beispiel, was jetzt den Verkauf anbelangt, ging die meiste Ware in den deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, wo einfach die Mentalität schon etwas weiter war, vielleicht auch etwas nach Italien hinunter, aber Südtirol war ein Tabu. Also da wurde das Produkt blockiert, aber auf weiter Ebene, sobald diese Verkaufsversuche gestartet wurden, ja, da stieß man im Grunde nur auf Unwohlwollen und auf kein Verständnis. Was aber angesichts, also ich will jetzt niemand verteidigen, aber ich kann das natürlich verstehen. Also ich sehe es heute nach über 40 Jahren viel mehr Verständnis, aber auch nur, wo es also grundsätzlich nur, wo es einen Generationenwechsel gegeben hat. Also die junge, neue Generation ist hier ganz anders aufgestellt. Und der Paradigmen-Switch, der gelingt einfach aus, weil ein Mensch ein Gewohnheitsmensch ist, nur deshalb, weil der Junge ran darf, der Junge das Ganze übernehmen darf und dann auch dann wieder mit ganz neuen Ideen starten darf. Ne? Leider in Südtirol, ich weiß nicht, wie es in anderen Gegenden ist, aber in Südtirol ist die Weingutsübergabe, Unternehmensübergabe relativ spät, was natürlich den jungen Menschen schadet im Grunde. Ne? Ja, also ich sag mal so, was ich jetzt aus der deutschen Perspektive durch Weinbergsbesuche oder Weingutsbesuche besser gesagt schon mitbekommen habe, dass der Generationsübergang nicht in jedem Betrieb gleich gut gelingt. Da gibt's Betriebe, da sind die Eltern vielleicht auch ein bisschen progressiver, da klappt es sehr gut. Die Kinder gehen nach Geisenheim zum Beispiel studieren, da kommen natürlich mit ganz neuen Wissen und Ansätzen zurück. Aber das bringt natürlich schon Verwerfungen und die eine oder andere Familie hat das auch zu stark belastet. Da hat das gar nicht funktioniert. Und bei anderen ist es sehr ein flüssiger Übergang. Also da gibt es, glaube ich, alle Spielarten. Das kommt sehr stark drauf an, auf die Beteiligten. Aber nichtsdestotrotz, ja, stimmt es natürlich, dass man als älterer Mensch vielleicht mehr
ans Konservieren denkt und nicht an Veränderung. Das mag schon sein, das erlebt man ja vielleicht an sich selber auch. Wenn man nochmal auf Ihre Jugend da zurückkommen, mit 15, vielleicht Anfang 20, wie, wenn ich da an mich zurückdenke, da habe ich jetzt, was Umweltgesundheit angeht, glaube ich, kein übersteigertes Interesse gehabt. Aber war das bei Ihnen dann quasi schon auch so mit in die Wiege gelegt, dass das einfach ein ganz wichtiger Aspekt ist? Das ist ein sehr entscheidendes Element, glaube ich, auch in meiner Entwicklung. Also ich versuche mal in ein paar Sätze einen Alltag zu zeichnen, wie er bei uns zu Hause in hochgerechnet Mitte, Ende der 80er Jahre ausgesehen hat. Mein Vater hatte sich ja eben entschieden, es läutet gerade die schöne Stubenuhr aus dem 18. Jahrhundert, obwohl die Uhrzeit ja eigentlich früher ist. Auf jeden Fall, mein Vater hatte sich ja, wie schon erwähnt, für ein neues Ich entschieden, wo er sich hauptsächlich dem Thema Gesundheit gewidmet hat und hat der ganzen Familie eine sehr strikte, fast orthodox zumutende Ernährungsweise angeordnet. Also bei uns gab es kein Fleisch, es gab keine Milchprodukte. Also sehr, sehr vegan, hauptsächlich Fokus auf alle Vollkornprodukte. Hat man schon vegan genannt? Oder nein, keineswegs. Im Nachhinein kann man es natürlich so nennen. Ne? Ja. Meine Mutter hat sich dann irgendwann zurückkämpfen dürfen zu etwas Milch und zu etwas Eier und zu etwas Käse vielleicht. Mhm. Und also es gab bei uns gar nichts anderes als ein Frischkornmüsli in der Früh. Zu Mittag eben dann irgendetwas Vollkorniges und abends eine Suppe und dergleichen, wo man als Kind, wenn man nichts anderes kennt, das ja passt. Heutzutage ist es ganz schwierig durchzusetzen. Ich sehe es bei meiner eigenen Familie, das sieht ganz anders aus. Ja, also die Ernährung war schon sehr strikt, sehr, sehr, wir wurden alle ins Bewusstsein gerufen, was wir tun können für eine bessere Umwelt, weil natürlich der Umweltgedanke hier immer im Hintergrund mitschwingte. Produkte aus nachhaltigem Anbau, Produkte, die natürlich für den Menschen eine ganz andere Energie zu vermitteln vermögen. Dann kam dann auch natürlich. Aber wenn ich da kurz nachfragen darf, weil wenn man sich jetzt so die Südtiroler Kulinarik anschaut, die ja schon, sag ich mal, zumindest vom Speck geprägt ist und von vielen Milchprodukten, dann kann ich mir schon vorstellen, dass gerade wenn man jetzt sich die betreffende Zeit zurückruft in Erinnerung, dass das schon Aufsehen erregt hat, um nicht zu sagen, vielleicht auch sonderbar gewirkt hat für viele, oder? Das war schon so ein Punkt, wo vielleicht auch in der Außenwirkung die Familie schon Konfrontationen hatte, vielleicht mit Nachbarn und Freunden, oder? Ja, kein Thema. Also mein Vater ließ keine Sekunde offen, wo er nicht um dieses Thema mit seinen Gesprächspartnern stritt. Also das ist jetzt ein hartes Wort, aber auf jeden Fall unterhielt. Und denen seine ganz klare Meinung mitteilte, untermauert natürlich von vielen Versuchen, Experimenten, auch damals, die er nachgelesen hatte, die auch schon damals bekannt war, nur niemand wahrhaben wollte. Heute ist das ja kein Ding mehr. Man weiß um das ganze Wertvolle, wie für die spätere Gesundheit eines gealterten Menschen, wenn er sich schon frühzeitig gesund ernährt. Da braucht man überhaupt keinen Hehl mehr drum machen. Ja. Damals waren das wirklich heftige Diskussionen, an die ich mich als Kind noch schwer daran erinnern darf und kann und muss, weil es waren auch leidige Momente darunter, wo wirklich Asterix gegen die Römer gekämpft hat. Also das ist kein Thema. War es dann ein paar Jahrzehnte später, kam dann der ein oder andere Mal zu euch und hat gesagt, Mensch, Hajo, oder wie hieß Ihr Vater? Rainer, ich gebe dir jetzt recht, nach 30 Jahren habe ich es auch kapiert. Gab es so Momente auch? Ja, auf jeden Fall.
Ja, klar. Das sind dann sicher schöne Momente, wo man wirklich auch merkt, dass der Einsatz in früheren Jahren, wo die Menschheit eigentlich noch im Unbewussten gelebt hatte, ja, sich wertvoll, als wertvoll erwiesen haben. Ne? Fall, ja. Aber mit Ihrem frühen Bewusstsein, ich sage jetzt mal auf Umwelt und Gesundheit im sehr weit gefasst, was jetzt, also Umwelt, klar, Lebensgrundlage in der Landschaft, in der man lebt, die ja eh traumhaft schön ist, die man vielleicht als ländlich lebende Familie vielleicht noch eine stärkere Abhängigkeit von der Natur verspürt, wie wenn man jetzt in einer Großstadt lebt, wo einem einfach klar ist, es ist jetzt nicht nur Umwelt, sondern es ist tatsächlich unsere Lebensgrundlage, unser Lebensumfeld, was wir erhalten wollen, vielleicht auch gar nicht aus so einer Not heraus geboren, sondern vielleicht mehr aus einer Überzeugung raus. Aber wie muss ich mir den Schritt dann vorstellen, von dieser Überzeugung in Richtung den eigenen Weinbetrieb dann auch auszurichten? Also kommt man dann relativ schnell auf Biodynamie? Kamt ihr relativ schnell auf den Steiner? Oder wie war denn der Prozess, bis ihr da angekommen seid, wo er heute steht? Ja, also bei uns war der Trigger ganz klar, von meinem rein biologisch-organischen Anbau, später dann auf den biodynamischen Anbau, zu switchen, die Homöopathie. Mhm. Das war der Auslöser und der Vermittler zwischen den zwei Lehren, weil die Homöopathie eigentlich sehr, sehr ähnliche Ansätze hat wie die Biodynamie. Und der Grundansatz, dass man über einen energetischen Ansatz dem Medium in dem Moment, die Pflanze oder auch dem Menschen, etwas vermitteln will, dass er es aus eigener Kraft oder sie, die Pflanze, aus eigener Kraft es schafft, mit seiner Umwelt, mit seiner eigenen Verfassung umzugehen und sich den Widrigkeiten auch zu widerstehen. Ne? Also dieser Ansatz, wo wir im Grunde nur einen Stimulus setzen, damit der andere seine Abwehrkräfte entwickelt, der ist bei Homöopathie und Biodynamie sehr, sehr ähnlich, sei es mit den biodynamischen Präparaten, wie auch mit einem homöopathischen Arzneimittel. Und der war eigentlich der Trigger dafür, dass wir dann in den 80er Jahren auch auf biodynamisch umgestellt haben. Oder umgestellt ist, ja, da muss ich nochmal ganz kurz ausschweifen. Wir haben gar nicht umgestellt, sondern wir haben das einfach integriert. Weil da ist mir ganz wichtig, es klarzustellen, oder viele glauben, ein biodynamisch arbeitender Winzer wäre das Nonplusultra und hätte einen Wahnsinnsvorsprung auf allen Ebenen im Verhältnis zu einem biologisch arbeitenden Betrieb. Dem bin ich jetzt gar nicht wohlwollend gestimmt zu so einer Aussage, weil ich immer noch der Meinung bin, dass ein wirklich optimal arbeitender biologisch-organischer Betrieb einem biodynamischen Betrieb fast gar nichts nachsehen muss. Mhm. Sicher, in der Biodynamie kommt noch eine weitere, tiefsinnigere Komponente dazu. Grundsätzlich aber wenn wir das Ganze pragmatisch anschauen, ja, weil letztendlich geht es ja auch darum, das Lesegut gesund und reif zur richtigen Zeit in den Keller reinzubringen. Ja. Grundsätzlich von diesem Ansatzpunkt her arbeiten beide Methoden, wie gesagt, auch die biologisch-organische, wenn sie optimal gemacht wird, auf einem sehr, sehr hohen qualitativen Level. Also es wird oft einfach nur die Biodynamie, ja, biodynamisch, super, 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 aber auch biologisch hat ihren Stellenwert, wenn sie nicht nur auf ein Minimum reduziert wird. Klar, das dann. Mhm. Ja, ich sag mal, für mich ist der große Unterschied der ideologische Überbau, würde ich es jetzt mal einfach vielleicht ein bisschen technisch ausdrücken, der jetzt bei der Biodynamie eine größere Rolle
spielt. Und vielleicht kann man das so sagen, dass in den biologischen Sachen von der Zielsetzung her durchaus gleich, aber vielleicht der rein biologische Aspekt vielleicht noch, ja, mir fällt es fast schwer, das zu sagen, vielleicht näher an der Wissenschaft oder an beweisbaren Zusammenhängen vielleicht mehr verhaftet, wie es jetzt vielleicht mit der Kosmologie und der Biodynamie letzten Endes ist. Ich weiß nicht, würden Sie das unterschreiben oder ist das zu technisch gedacht? Grundsätzlich passt das auch für mich. Die Komponente, die wichtige, sehr wichtige Komponente im biodynamischen Anbau ist einfach auch der Ansatz, dass man alles in einem ganzheitlichen Ansatz, Rahmenbedingungen sieht oder Rahmen sieht, wo es nicht immer darum geht, ja, wissenschaftlich alles zu verstehen, sondern einfach auch nur die Wirkungen wertschätzt, die man eben mit biodynamischen Präparaten oder eben in Zusammenarbeit mit Einflüssen aus dem Kosmos als nützlich sieht. Also von daher gesehen passt das schon. Ja, natürlich müsste man hier, man kann hier natürlich das Ganze natürlich anthroposophisch aufbauen, im ganzen Sinne von Rudolf Steiner. Ich bin aber ehrlich gesagt ein Pragmatiker in dieser Welt, verliere mich weniger in philosophischen, anthroposophischen Ansätzen, bei mir, ja, am Ende steht bei mir das Produkt im Vordergrund und dessen Trinkbarkeit. Ich greife natürlich vor. Und greife es natürlich rein aufs Produkt zu, aber wenn ich am Ende ein zufriedenen Tropfen Wein im Glas haben will, dann brauche ich bestimmte pragmatische Ansätze, an die ich ganz stark glaube. Ich habe letztens bin ich über ein Buch gestolpert oder mir wurde ein Buch empfohlen, das ich auch euch, liebe Hörer, empfehlen kann, und zwar heißt es Biologisch-Dynamischer Weinbau, neue Wege zur Regeneration der Rebenkultur. Und der Herausgeber ist Jean-Michel Florent und das Ganze ist im Verlag am Gotianum erschienen. Ich weiß nicht, Herr Lorca, kennen Sie das Buch? Das war jetzt ziemlich gehypt gewesen die letzten Wochen. Das wurde sehr rumgereicht als sehr unaufgeregter Erklärungsversuch, was eigentlich die Idee hinter der Biodynamie ist. Und ich fand das Buch, ich bin noch nicht ganz durch, aber ich fand es sehr erhellend. Und da geht es eben stark auch auf Goethe zurück. Und das finde ich das Spannende irgendwo, dass man da wirklich vom Stock auf Stöckchen kommt und da eben Zusammenhänge versucht zu erfassen und auch Erklärungsansätze, die halt auf große Philosophen auch zurückgehen. Aber am Ende des Tages, zumindest wenn wir jetzt im Kontext der Weinbereitung sprechen, muss es natürlich das Produkt dann auch stimmen und auch letzten Endes natürlich den Anforderungen des Marktes irgendwo entsprechen, aber natürlich eben aufgeladen auch durch die eigene Überzeugung und letzten Endes auch den Überbau, wie das Produkt letzten Endes dann erzeugt worden ist. Was ich jetzt noch spannend fand, wir haben es im Vorgespräch schon ganz kurz angesprochen. Ich habe Südtirol am Anfang aus Kind, das Auffälligste war jetzt neben der verstopften Brenner-Autobahn, war eigentlich der sehr ausgeprägte Obstanbau in dem engen Tal von Etsch und Eisack. Also Etsch eigentlich eher und auch hoch in Finchgau noch. Man hat das damals auch nicht so wahrgenommen oder so negativ konnotiert benannt, aber man muss ja schon sagen, dass die Flächen in Südtirol, die landwirtschaftlich geeignet sind, sprechen wir eigentlich schon von einer starken Monokultur. In erster Linie Apfel, in zweiter Reihe vielleicht, dann kommt schon der Wein. Und gerade in so einer Monokultur, sage ich mal, was ja vom Prinzip her schon unnatürlich ist, dass eine Pflanze so strikt dominiert, kommt ja in der Natur jetzt so gesehen eigentlich nicht vor. Das schließt für mich immer automatisch mit ein, dass da natürlich schon ein gewisser Maximierungsstreben, im weitesten Sinne ein kapitalistischer Ansatz dahinter steckt, hinter der Landwirtschaft. Und wie schwer, und da komme ich jetzt auf den Punkt, wie schwer war es denn
ausgerechnet in so einer Obstanbaudomäne diesen biodynamischen oder zunächst mal biologischen Ansatz durchzusetzen. Also ich denke, schwierig war es überall, aber was ich mitbekommen habe in Gesprächen, war es in Bozen rum im Südtirol noch besonders schwierig. Das ist schwierig auf jeden Fall, aber schwierig ist immer nur, ist das Ganze nur im Kopf des Einzelnen, meiner Meinung nach. Es geht hier um die Umsetzung und wenn jemand davon überzeugt ist, dann kann er das in jedem Land umsetzen. Das kann er das in im heißesten Land Südafrikas umsetzen, hier in Südtirol oder mittlerweile auch in Irland. Ich glaube, hier spielt sich das meiste im Kopf des Einzelnen ab. Mhm. Wenn wir jetzt aber jetzt auf Südtirol mal ganz kurz ummünzen wollen, Südtirol ist historisch gesehen immer ein Weinland gewesen. Ja, Südtirol war vor weniger als 100 Jahren noch mit über 10.000 Hektar Weinbaufläche bestückt. Heute verringert auf die Hälfte, aber Tendenz steigend. So jedes Jahr kommen um die 100, knapp 100 Hektar dazu. Momentan, glaube ich, sind wir bei 5.300. Das ist auf eine Gesamtfläche von über 700.000 Hektar unter einem Prozent der zur Verfügung stehenden Fläche ganz Südtirols. Also gar nichts. Der Obstbau ist dreimal so groß wie der Weinbau mittlerweile. Also vor 100 Jahren gab es den Obstbau so gut wie gar nicht, nur vereinzelt. Eben nur im klassischen alten Stil, große Bäume, 10, 20 Meter voneinander entfernt gepflanzt. Heutzutage sind die Intensivkulturen ja sehr, sehr dicht aneinander gepflanzt. Beim Obstbau reden wir von über 18.000 Hektar mittlerweile. Im Verhältnis zu den 5.300 im Weinbau. Also der Weinbau spielt rein numerisch eine sehr, sehr geringe Rolle. Und wenn wir mal absehen von den größeren zusammenliegenden Flächen im Unterland, vielleicht Überetsch, sind alle anderen Weinbauflächen sehr, sehr gut verteilt, auf die Hänge entlang der verschiedenen auf den unteren Teil der Berge, der letzten Hänge im Auslauf zu den wenigen ebenen Flächen in Südtirol. Nur so als Gegengedanke, Trentino hat genau, also die Nachbarprovinz Trentino im südlichen Südtirol, angrenzend zum Gardasee, kennen ihr alle. Die haben genau das gegenteilige Verhältnis. Die haben dreimal so viel Wein wie Obst. Warum? Mhm. Weil die immer noch, wer über die Brennerautobahn zum Gardasee runterbrettert, kennt das Bild. Links und rechts sieht man nur Wein. Man sieht nur Wein. Und in Trentino blieben die Anlagen alle noch in der Ebene. In Südtirol verschwanden die ganzen. Also es gab damals nicht nur in der Ebene, aber halt es verschwand viel in der Ebene Weinbau zugunsten des Obstbaus. Also von daher gesehen sind die Voraussetzungen eigentlich ideal, um nachhaltigen Weinbau zu machen, weil wir jetzt, wie gesagt, im großen Stil nicht unbedingt so extrem zusammenliegende Weinflächen haben. Wenn dann Probleme aufkamen, dann hauptsächlich in solchen Gegenden. Dann schon, ja, auf jeden Fall. Aber so vereinzelt kleine Weinbaubetriebe wie zum Beispiel wir oder auch einige Pioniere aus den frühen 80er Jahren, die hatten dieses Problem auch nicht. Also die konnten einfach ihren Weg gehen, weil das ihre Überzeugung war und die konnten das umsetzen. Aus einer technischen Sicht heraus auch ideal, weil ich erinnere, dank Mutter Maria Theresia hat der Südtirol den geschlossenen Hof. Und der geschlossene Hof ist für uns Gold wert. Die Höfe werden nicht geteilt. Die werden nur dem ältesten Sohn der Familie zugeteilt. Und deswegen haben wir immer relativ so im Stil 2, 3, 5 Hektar große Höfe, die im Stück zusammenliegen. Und wenn da jemand umstellen will, dann hat er in der Nachbarschaft nicht große Probleme. Von daher gesehen auch wieder ein Vorteil, also
Also ich weiß nicht, ob ich jetzt genau dieses Thema jetzt richtig angesprochen habe, aber ich sehe mal daher kein Problem. Weil wenn ich jetzt an Deutschland denke, die haben natürlich ganz andere Flächen, ne? Die haben wir hier in Südtirol nicht. Ja, die Kleinteiligkeit, also der nebenberufliche Erwerb der Weinbauern, haben wir schon im Gespräch auch mit dem Armin Grattel besprochen, was ja auch so ein bisschen das Rückgrat oder die Existenzberechtigung der Genossenschaftskellereien in Südtirol ist und das natürlich nicht das Problem, wie es zum Beispiel in Burgund gebracht hat, dass es halt wahnsinnig minimal parzelliert ist und Hunderte von Besitzern sich eine Lage teilen müssen, das spricht ihn natürlich schon. Also vereinfacht die Situation ein Stück weit natürlich. Aber was ich schon erzählt bekommen habe und darauf wollte ich ansprechen, aber das ist nicht nur in Südtirol aufgetreten, das Phänomen, das habe ich auch an anderer Stelle schon erzählt bekommen, dass wenn es dann losging, bestimmte Parzellen auch zertifizieren zu lassen im Sinne der Biodynamie oder auch des biologischen Anbaus, wurden dann von Neidern oder Leuten, die sich bedrängt oder in ihrer Existenz vielleicht in Frage gestellt gefühlt haben, wurde dafür schon zum Beispiel auch Sorge getragen, dass bestimmte Flächen nicht mehr zertifiziert werden konnten, weil der in der Nacht- und Nebelaktion irgendwelche Mineraldünger draufgeschmissen hat und damit wieder die Zertifizierung für gewisse Anlagen für eine Zeit, mehrere Jahre wahrscheinlich, dann erstmal nicht mehr im Raum stand. Und das sind natürlich schon harte Bandagen, wo gefahren werden, was man, glaube ich, gar nicht sich so vorstellt, dass das wirklich auch so extrem ausarten kann. Ne? Das einzige Mittel dagegen ist gute Nachbarschaft pflegen. Das war immer schon eines meiner wichtigsten Elemente. Also da bin ich ganz klar. Ich will und kann auch nicht meinen Nachbar überzeugen. Ich kann ihm zeigen, was ich mache. Aber wenn er nicht davon überzeugt ist, dann zumindest pflege ich eine gute Nachbarschaft, sodass derartige Probleme nicht aufkommen. Also leider gibt es überall, es gibt es im Weinbau, es gibt es in jeder Branche. Ja. Da muss man halt vorbeugen. Aber gestatten wir uns nochmal einen Seitenhieb auf den Obstbau. Wie sieht man denn als biodynamisch bäuerlicher Betrieb, sage ich jetzt mal so, das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, aber aus kleiner, biodynamisch arbeitender Betrieb, wie sieht man denn dann die großen Monokulturenflächen, was der Obstbau jetzt, sag ich mal, rauf und runter vom Bozen mit der Landschaft macht und auch mit der Natur macht? Wie beäugt man sich da in diesen beiden landwirtschaftlichen Sektoren? Schwierig zu beantworten, weil ich bin der Meinung, ich bin der Letzte, der jetzt jemanden ankreidet, weil er aus seiner Lage, aus seiner Situation heraus, aus seinem Umfeld heraus in irgendeiner Art und Weise sein Handwerk betreibt oder seine Arbeit macht. Ich gehe immer davon aus, was gibt es noch Schlechteres als das, was jetzt, okay, vielleicht der extreme Herbizid-spritzende, alles kahlhaltende, aufs Engste aufgestellte Obstbauer macht, was gibt es noch schlimmer? Da gibt's noch tausend viel schlimmere Sachen, was hier stattfindet. Man muss eher das Positive herausholen. Es ist letztendlich nicht mehr so extrem, wie ich es jetzt gerade versucht habe zu illustrieren. Auch die Obstbauer haben im Zuge dieser Nachhaltigkeitswelle einiges besser gemacht. Die Anlagen werden meistens grün gehalten. Es wird kein Herbizid mehr gespritzt, nur mehr selten. In Südtirol ist sowieso die Bio-Umstellung im Obstbau sehr, sehr hoch, was man leider im Weinbau nicht sagen kann, aber der Obstbau ist prozentuell mittlerweile so hoch, dass die Preise heuer beim Apfel leider etwas gesunken sind, auch beim Bio-Apfel. Aber ich glaube mal, es ist letztendlich immer noch ein Bauer, der sich um seine Erde kümmert, um seinen Boden kümmert, um Pflanzen sich kümmert und dazu beiträgt, dass hier Pflanzen wachsen und nicht eine Autobahn drüber läuft,
Bäume, die dann eben auch Photosynthese leisten und dazu beitragen, dass nicht nur dass weniger CO2 in die Umwelt rauskommt. Sicher, es gibt noch viele, viele Verbesserungshebel voran, aber ich sehe es einfach vorzu gearbeitet wird, natürlich mit nicht der Geschwindigkeit, die wir gerne hätten, aber es gibt viel, viel größere Umweltsünder auf dieser Welt als unsere Obstbauern, die vielleicht ein ums andere Mal zu oft spritzen. Aus Sicherheit, aber warum aus Sicherheit? Man, es geht ja auch ums ökonomische Überleben. Ich muss den Apfel letztendlich auch gesund und heil ins Lager bringen bei der Ernte. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt nur das Schlechte herausholt, sondern ich bin eher dafür, dass man jeden dazu einlädt, zu sehen, was kann man verbessern, was kann man anders machen, was kann man in kleinen Schritten, weil es geht nicht alles in großen Schritten, wo kann man daran arbeiten, dass jeder noch einen besseren Beitrag peu à peu schafft. Also hier meine ganz klare Ansage, es wird einfach in den Medien das Ganze zu stark stigmatisiert und viel zu viele werden hier nur als Verbrecher dargestellt, obwohl sie eigentlich viel weniger Verbrecher sind als die meisten, die anklagen. Ja, das klang jetzt vielleicht auch ein bisschen zu negativ meiner Fragestellung. Die Idee ging auch mehr in die Richtung, inwieweit da zum Beispiel auch der Weinbau als Vorreiter fungieren kann. Ja, dass man sich vielleicht auch im Obstbau vielleicht auch vieles abschaut im nachbarschaftlichen Austausch mit vielen Weinbauern, die schon andere Erzeugungsstrategie verfolgen. Und das ist schon auch, was ich in einem von so einem biodynamischen Kongress mal mitgenommen habe, wo eigentlich auch appelliert worden ist an die Weinbauern, die biodynamisch arbeiten, auch stärker in der Außenwirkung vielleicht ein bisschen aufzutreten, weil sie einer der ganz wenigen Produkte haben mit ihrem Wein, wo eigentlich die Art und Weise des Anbaus als auch die Erzeugung schmeckbar sind im Endprodukt. Ja, weil also die Idee war, dass wenn jetzt einer Kartoffeln biodynamisch erzeugt, dass das geschmacklich und von der ganzen Erscheinung her vielleicht gar nicht mal so groß unterscheidbar ist von einem biologisch oder konventionell erzeugten Kartoffel. Aber beim Wein hat man einfach ein Produkt, wo diese ganzen, die Herangehensweise, die Erzeugung, der Anbau durchaus halt schmeckbar werden und dass damit eben den biodynamischen Weinbau eine Vorreiterrolle, eine Leuchtturmrolle vielleicht zukommt im Zuge der ganzen biodynamischen Bewegung, um einfach zu zeigen, dass das auch nicht spurlos im besten Wortsinn nicht am Produkt vorübergeht, wie man es letzten Endes erzeugt. Ne? Ja, sehr, sehr schön gesagt, weil es ist auf jeden Fall richtig, dass die Biodynamie ja ein hundertprozentiges Spektrum in der ganzen Landwirtschaft hat. Also es wird in jeder Sparte biodynamisch gearbeitet, aber wahrscheinlich keine andere landwirtschaftliche Sparte wie der Weinbau oder wie die Weinerzeugung an sich hat die Möglichkeit, in den Vordergrund zu treten, in die Öffentlichkeit die Werte und die wichtigen Inhalte zu tragen und dafür zu stehen und als gutes Vorbild vorauszugehen. Also auf jeden Fall, so aus dieser Perspektive habe ich es gar noch nicht betrachtet. Auf jeden Fall, da bin ich ganz bei Ihnen. Da ist noch sehr, sehr viel Spielraum, um hier auch noch viele, viele andere Menschengruppen, die mit diesen Gedanken ja sich gar noch nicht damit auseinandergesetzt haben, zu sensibilisieren, ja, kein Thema, genau. Das sind ja so wertvolle Beiträge wie Ihre Podcasts, ja, wunderbar dazu. Das ist tatsächlich was, wo ich da immer mehr auch eine Rolle spürt und die ich auch sehr gerne annehme und umso mehr freue ich mich dann eben auch, die passenden Gesprächspartner zu haben. Aber ich denke, Herr Lorca, jetzt wird es langsam Zeit, mal auf Ihrem Betrieb konkret zu sprechen zu kommen. Vielleicht stellen Sie einfach mal vor, was für Weine ihr macht. Über die Art und Weise haben wir ja schon gesprochen, aber was ihr für einen Rebsortenspiegel habt, vielleicht auch Produktionsgröße
Und das wäre super, wenn wir da mal einen kurzen Einblick in Ihren Betrieb bekommen könnten. Wir arbeiten, grundsätzlich mein kleiner Bruder Franz Josef und ich führen das Unternehmen, auch in Zusammenarbeit mit meinem großen Bruder Hannes, der aber wenig operativ tätig ist. Ein Unternehmen, das sich auf drei Provinzteile ausgedehnt hat und arbeitet. Und zwar nicht nur hier in Südtirol, wie ja klar schon durchkommt, sondern auch in der Toskana, einmal in der Provinz Siena, in Montalcino und ein dritter Betrieb in der Provinz Magliano, in der Maremma von Grosseto, also Morolino di Scansano. Wir haben etwas mehr als 50 Hektar Eigenbesitz. Nächste halbe Stunde, die sich meldet. Sehr gut. 50 Hektar Eigenbesitz. Wir arbeiten klarerweise alles biodynamisch auf allen drei Betrieben. Der mütterliche Besitz hier in Südtirol, also der Mutterbetrieb, wovon aus alles gestartet ist, ist der kleinste Betrieb mit knapp 6 Hektar, ja, mit knapp 7 Hektar. Corte Pavone in Montalcino hat 18 Hektar und Valli Falco 23 Hektar. Wir arbeiten als kleiner Exkurs im Montalcino rund um natürlich um das Phänomen des Brunello di Montalcino, das ja immer mehr einen Hype erfährt, aber eine wunderbare Weingegend ist mit einem wahnsinnigen Potenzial für die Rebsorte Sangiovese, kann ich nur unterschreiben, weil ich selbst dort an einem Herzensprojekt seit über 10 Jahren arbeite, ganz stark mit dem Terroir verbunden. Und die Resultate geben einem recht, dass über das Potenzial der Tiefgründigkeit der Weine vor Ort. Brunello di Montalcino eben auf Corte Pavone in Montalcino und dann eben der dritte Betrieb Valli Falco in der Maremma, wo wir hauptsächlich Morolino di Scansano machen, Sangiovese, Basis, Syrah machen dann. Also es ist der Oberbegriff Super Toskana, würde ich jetzt sagen, oder? Ja, wir intern benutzen den nicht, weil ich der Meinung bin, der ist mittlerweile vergriffen, aber auf jeden Fall ein sehr wuchtiger, kräftiger Syrah. Vermentino machen wir dann auch noch und einen Rosé. Mhm. Ja, das sind die zwei Betriebe aus der Toskana und natürlich in Südtirol. In Südtirol überwiegen hier die Rebsortenweine, mit Ausnahme des wichtigsten Weines, das ist der St. Magdalena. Der St. Magdalena spiegelt hier die klassische Trinkgewohnheit wieder, die wir hier in Südtirol gerne haben, zwar einen etwas leichteren, süffigeren Wein, auf Basis von den zwei einheimischen Rebsorten, Vernatsch und Lagrein, aber hauptsächlich Vernatsch, den wir auch später nach verkosten werden. Mhm. Und ansonsten von den Rebsorten her Sauvignon, Blanc, Chardonnay, Gewürztraminer im Fokus. Bei den Roten, wie schon erwähnt, der St. Magdalena, Lagrein im Reinsorting-Ausbau, etwas Merlot und dann noch ein letzter Bordeaux-Teil, gestylter Wein, zur Hälfte ein bisschen mehr Cabernet und Lagrein. Mhm. Ich habe das Sortiment, als ich 98 den Betrieb hier in Südtirol übernommen habe, weil als ich mein Studium in Frankreich abgeschlossen hatte, hatte ich eigentlich eine Straffung des Sortiments vorgenommen, ja, um jetzt eben nur mehr auf 6-7 Weine das Ganze zu reduzieren. Also schon eine Fokussierung, was jetzt, sag ich mal, in Frankreich schon immer wieder ein wichtiges Thema ist. Und ich denke auch ein bisschen der Erfolg der vieler französischer Regionen ist, dass man einfach
sich auf eine Stilistik konzentriert und die versucht, mit wenigen Rebsorten sicherzustellen. Und das ist auch, was ich in Deutschland oft finde, ein bisschen verwunderlich ist, wenn man da Weinbaubetriebe sieht, die 15 verschiedene Rebsorten anbauen. Das frage ich mich immer, wie man das einfach rein logistisch gestemmt bekommt, so viel verschiedene Weine in der gleichen Qualität herzustellen. Das stelle ich mir schwierig vor. Deswegen kann ich den Gedanken der Fokussierung sehr gut nachvollziehen und denke, spricht schon so ein bisschen auch die französische Prägung heraus, vermutlich, oder? Ja. Also dazu könnte ich jetzt ausholen und nicht mehr aufhören, befürchte ich. Aber ganz kurz angerissen, erlauben Sie mir, das zu erwähnen. Also im wichtigsten Betrieb der Familie in Montalcino habe ich mich eben einem Projekt gewidmet, wo ich alles eben auf Sangiovese reduziert habe, auf eine Rebsorte und dort das Terroir herausgekitzelt oder versucht habe, ja. Das kann man ja, glaube ich, generell sagen, gell, dass das in der Toskana ein Trend ist, im Chianti Classico auch viel stärker wieder weg von der Cuvée, sondern reinsortig Sangiovese zu machen. Das ist schon ein Trend, der dort gerade stattfindet. Ja, sicher. Sicher wird es von vielen mittlerweile auch nicht nur bei Sangiovese, sondern auch bei einigen vergessenen Rebsorten wieder ins Leben gerufen. Der Trend, das ist auf jeden Fall da, wieder zurück zu den eigenen autochthonen Rebsorten. Bei mir ging der Gedanke noch etwas tiefer, weil ich wollte wirklich wissen, was kann die Rebsorte mit meinem Terroir, mit meinen verschiedenen Facetten der ganzen, eigentlich vor Ort gelegenen Terroirs. Das war mir sehr wichtig und da war mir die französische Ausbildung in Dijon, in Burgund, sehr, sehr wichtig, weil ich dort wirklich mit diesem Gedanken ganz stark in Kontakt kam. Mhm. Was kann ich, also welche Lage macht mir welchen Wein? Also wie stark ist das Terroir in dem Moment, Mikroklima, die Lage, der Boden, imstande, meinen Wein zu beeinflussen? Und in einer heiden Arbeit haben wir das eben auf Cortopone herausgeholt und haben dann, ich habe dann 7 verschiedene Erstgewächse oder Grüß definiert, die jeder für sich stehen und eben deshalb auch für das Terroir stehen. Das ist das Coole an dem ganzen Projekt. Keiner steht hier besser oder schlechter da, aber jeder hat seine eigene Persönlichkeit und seine eigene Stilistik. Das ist das Schöne am Ganzen. Und das macht am Ende eines Jahres, eines Jahrgangs, macht das wirklich die Zufriedenheit oder bringt das die Zufriedenheit eines Winzers auf den Punkt. Das ist das wirklich das Coole zu sehen. Die ganze Arbeit, die wir reingesteckt haben, bis ins Detail, findet man dann wieder im Fass und später dann im Glas wieder. Das ist mich in den letzten Jahren ganz stark beeinflusst und eigentlich beeindruckt hat, weil natürlich so ein Projekt gehst du nicht an und du weißt, hast überhaupt keine Ahnung, wo du landen wirst. Ne? Also das ist ein bisschen der Hintergedanke. Mhm. Ja, aber der Terroir-Gedanke ist einfach total schön und wichtig und ich habe das in meiner Podcast-Reihe immer wieder erwähnt und es zählt ja auch viel, viel mehr dazu und auch das Verständnis, was Terroir ist, schwankt ja durchaus auch von Region zu Region. Ein ganz Aha-Erlebnis für mich war zum Beispiel, dass in Jerez die Sherry-Produzenten ihre Solera-Systeme zum Terroir dazuzählen. Ja, war jetzt mein Verständnis bis zu dem Zeitpunkt gar nicht vorhanden, dass man die Einrichtung in dem Weinkeller zum Terroir zählen kann. Aber klar, es macht Sinn, wenn ich ein Produktionsschema habe, wo die Solera, die Weinerzeugung, so einen extremen Einfluss auf das finale Produkt letzten Endes hat, macht es durchaus Sinn, das auch in die Terroir-Definition mit reinzuspielen. Aber was ich jetzt da raushöre, was mich auch begeistert ist, da wollte ich eben auch noch zu sprechen kommen, weil ich hatte ja die Podcast-Episode davor, hatte ich ja schon über Südtiroler Rotweine gemacht
Und der Fanatsch, der bei uns ja aus Drollinger berühmt, berüchtigt ist, sage ich mal so, und da jetzt in Württemberg nicht den allerbesten Ruf hat, also in Württemberg schon, aber außerhalb von Württemberg ist der Drollinger jetzt nicht so wahnsinnig populär. Wenn man sich mal aus dem Fenster lehnen möchte, würde ich sagen, ist jetzt der Drollinger oder von mir aus auch der Fernatsch jetzt keine Rebsorte, der man ein sehr hohes Qualitätspotenzial zuschreibt. Da gibt es eine Reihe von Rebsorten, die diesen Malus haben, wenn man es so nennen möchte. Und was mir da spontan einfällt, ist zum Beispiel auch der Müller-Thurgau jetzt im weißen Bereich, auch eine Mengenrebsorte. Aber ich kenne einfach viele Betriebe, wo der Müller-Thurgau auch wirklich in sehr, sehr hoher Qualität letzten Endes produziert werden kann. Ich nenne jetzt nur mal ein paar Namen, liebe Hörer, dass ihr da mal reinschmecken könnt. Ich denke an den Winzerhof Stahl in Franken zum Beispiel. Ich denke an Schloss Salem am Bodensee. Aber auch in Südtirol haben wir einen der besten Müller-Thurgau, die ich kenne, ist der Feldmarschall vom Ferner, vom Turmhof. Ein absolut faszinierender Wein, wo man sich sehr schwer tut, sage ich mal, seine Arbeitsthese aufrechtzuerhalten, dass alle Rebsorten ein gewisses Qualitätspotenzial haben. Und da schließt sich jetzt die Frage letzten Endes an. Erstens würden Sie auch sagen, dass der Fernatsch grundsätzlich nicht das allerhöchste Qualitätspotenzial hat und es aber dann gerade das die Challenge ist, die man ja vielleicht eingehen möchte mit so einer autochthonen Rebsorte, die im Ruf vielleicht ein bisschen schlechter dasteht, wie sie vielleicht tatsächlich ist und da letzten Endes auch das letzte Quäntchen Qualität noch herauszukitzeln, in dem Gedanken des Terroir sprechen zu lassen im Wein. Also meine Vision für den Fernatsch stützt sich ganz klar auch also darauf, dass der Fernatsch selber ein wahnsinniges Potenzial hat. Genauso wie die andere Rebsorte. Also ich gehe hier nicht davon aus, dass hier keine Rebsorte ausgenommen ist. Jede Rebsorte hat für sich die Möglichkeit, so auszudrücken, wie, also sie kann sich nur so gut ausdrücken, wie das Terroir es sie zulässt. Jeder Winzer, der jetzt vielleicht nicht nur auf 1, 2, 3 Hektar arbeitet, weil er vielleicht dort nicht die Möglichkeit hat, verschiedene Lagen wirklich zu beobachten, aber jeder Winzer, der verschiedene Lagen in seinem Anbau hat, der bekommt das einfach mit, dass bestimmte Lagen, bestimmte Böden, bestimmte Hanglagen oder Expositionen ein anderes Produkt reifen lassen, und da kann ich das nur bestätigen, der Fernatsch ist ja überhaupt keine Ausnahme. Der Fernatsch hat leider sein großes Problem, dass er in den 60er Jahren einfach, dort gingen viele, viele wertvolle Klone verloren, zugunsten der stärker oder stark tragenden Klonen. Damals war halt Masse gang und gäbe, alle wollten so viel wie möglich ernten, weil der Markt gut war. Da gingen sehr, sehr viele Klone verloren und die Lagen, das Lagenproblem wurde natürlich auch dann nicht besser. Aufgrund des eingebrochenen Marktes in den 80er Jahren flogen natürlich viele Fernatschlagen raus und meistens dann die besten Fernatschlagen, wo dann neue Rebsorten gesetzt wurden, und die hatten natürlich dann sofort die besten Lagen zur Verfügung und hatten natürlich auch die Erfolge. Also beim Fernatsch, da bin ich, man braucht wirklich nur hier am Magdalena-Hügel, also bei den besten Lagen, da wachsen wirklich wunderbare Magdalena oder Fernatsch heran, die einem Blauburgunder, also leicht auch Paroli bieten können. Wir reden halt hier auch immer noch vom leicht doppelten Ertrag als bei einer Blauburgunderlage. Ne? Also hier ist, ich kann natürlich einen stark tragende Rebe oder Klon jetzt von heute auf morgen nicht auf die Hälfte oder noch mehr reduzieren. Da qualitativ macht sich da nicht mehr viel, leider. Ja. Also hier braucht es wirklich den Klon, der sich dafür eignet. Und das hier wird viel Arbeit geleistet, damit wir dort uns hin entwickeln können, aber bei Fernatsch sehe ich hier wahnsinniges Potenzial,
Also ich selber habe erst vor kurzem eine neue Anlage im Anbau, die macht einen Quantensprung, also wirklich was Qualität angeht, was ich selber nicht für möglich gehalten habe. Also ich habe es ja in der letzten Folge gesagt, Vernatsch muss man eigentlich eher als Rebsortenfamilie verstehen und in den meisten Fällen geht man ja vom Großvernatsch, wenn ich das richtig mitgenommen habe, und das ist ja auch die Rebsorte, die bei uns dann aus Trollinger bekannt ist, aber es gibt eben auch noch kleinerbärige Vernatsch-Klone oder Unterrebsorten, wenn man, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte, wo schon auch mehr Potenzial dann letzten Endes drin ist, beziehungsweise sich das Terroir und damit auch der Ursprungsgedanke vielleicht stärker im Mittelpunkt stellen lassen, wie jetzt bei den großbärigen Klonen. Ja, kein Thema. Wir haben ein Beispiel zu machen. Wir haben eine massale Selektion, also wo man in den Weinberg reingeht und die empirisch besten Rebstöcke rausholt, sei es, also was der Rebstock selbst anbelangt, aber auch die Traubenform. Ja, und daraus macht man dann einen neuen Weinberg eben mit diesen alten, wieder regenerierten alten Klonen. Also solche Arbeit sind Gold wert, weil nur so finden wir wieder zurück. Und Selektion ist immer gut. Also in dem Moment schafft das immer wieder. Wenn 95% oder vielleicht auch 99% alles nur Großvernatsch ist, dann ist klar, dass die breite Masse glaubt, der Vernatsch oder Trollinger ist nicht viel wert. Ne? Es braucht halt hier auch mehr Akzeptanz auf dem Markt, muss man natürlich auch so sagen. Das ist auch eine preisliche Frage. Ne? Wenn der normale Vernatsch einen gewissen Preis erzielt und ich will mit meinem Premium Vernatsch, müsste ich das Dreifache verlangen. Mhm. Vielleicht schaffe ich das nicht. Ne? Dann schreibe ich halt nicht mehr Vernatsch rauf. Ne? Ich schreibe einen anderen Weinnamen rauf und dann läuft der auch. Ne? Mhm. Das ist das Absurde am Ganzen. Ne? Mhm. Aber das haben wir in vielen anderen Gegenden auch so erlebt. Also ich glaube, hier wäre ja anbautechnisch nicht so schwierig. Das ist so ein bisschen ein Wermutstropfen. Wäre wunderbares Potenzial auch für Vernatsch da. Aber nur bei den guten Lagen. Also ich bekomme im Jahr mehrere Anfragen von Kollegen, die halt an mein agronomisches oder auch önologisches Know-how sich einholen. Und gerade bei Anlagen, die schwer in den Griff zu bekommen sind, gerade beim biologischen Anbau, ja, weil da setzt den meisten etwas zu. Die kommen dann zu mir und sagen, ja, hey, was würdest du machen da? Ich bin nicht imstande, hier biologisch, ökonomisch gut zu arbeiten. Dann sage ich, ja, das ist die falsche Lage mit der falschen Rebsorte. Tut mir leid, aber das ist definitiv meistens das größte Problem. Und vielleicht auch mit dem falschen Klon. Also die Anpassung. Wasserung muss die richtige sein, auch weil wir klimatisch natürlich in den letzten 20 Jahren eine große Veränderung gehabt haben. Sie haben es in einem Nebensatz schon erwähnt, ich möchte aber nochmal explizit darauf eingehen, weil ich hatte eben den St. Magdalene in der letzten Folge auch nochmal angesprochen. Ihr seid ja mittendrin quasi in dem ursprünglichen St. Magdalena Gebiet, oder ist es sogar, ich habe es mir auf Google Maps mal vorhin angeschaut, wo er genau sitzt. Ich glaube, das muss auch in Schlagdistanz zu dem kleinen Weiler mit der Kirche sein, oder? Wo der Namensgeber letzten Endes ist, wo euer Weingut zu finden ist. Namensgeber von Magdalena meinen Sie jetzt? Ja, genau. Ja, wir sehen, also wenn ich jetzt da mich ein bisschen rechts, nach rechts rücke, sehe ich, dass das Weindörfchen St. Magdalena zusammen mit seinem Hügel und im Hintergrund Bozen. Klarweise, wir sind hier mittendrin im klassischen Anbaugebiet. Die Vernatschquote natürlich ist, wenn wir vielleicht das Thema kurz ansprechen, auch hier in Südtirol extrem rückläufig. Ich glaube, wir sind heuer sogar unter die 10% runtergerasselt. Meines Wissens und was jetzt heißt, wir sind jetzt unter 500 Hektar und nur St. Magdalena war vor weniger als 80, 90 Jahren, nur St. Magdalena war über 1000 Hektar Vernatsch. Da ist der ganze Südtirol unter
knapp bei 500 Hektar ungefähr. Das heißt, wo sind denn überhaupt die übergebliebenen Vernatschanlagen geblieben? Ja? Weil ich glaube mal, der größte Prozentsatz bleibt hier auch noch im St. Magdalena Anbaugebiet. Etwas am Kalterer See, klarerweise. Der Kalterer See hat trotzdem auch seine Berechtigung, und etwas im Meraner Anbaugebiet. Dann nur noch einzelne Lagen. Das sind sicher die drei wichtigsten Lagen, die jetzt heute noch geblieben sind. Aber sagen, Magdalena hat mittlerweile DOC-Status, ne? Ja, war der erste DOC in ganz Südtirol. Ah ja, aber das spricht, also die Grundidee von den Ursprungsbezeichnungen ist ja schon, dass man da eine Abgrenzung vornimmt, die einen hohen Wiedererkennungswert hat. Was zeichnet denn quasi das St. Magdalena-Gebiet aus? Was sind es für Böden? Von was für einem Klima sprechen wir da? Ja, der St. Magdalena liegt ja mit seinen drei weiteren Fraktionen, oder vier, Entschuldigung, Rentsch, St. Christina, wo wir sind, St. Georgen und St. Peter, liegt hier an den unteren Hängen der Ausläufer des Rittnergebietes zwischen den zwei Flüssen, Eisack aus dem Eisacktal vom Brenner kommend und der Talfer aus dem Saantal kommend. Alles, was jenseits dieser zwei Flüsse, also von meiner Seite, also von St. Christina aus betrachtet, liegt, ist das klassische St. Magdalena Anbaugebiet. Diese Hänge sind eigentlich die Überreste aus der letzten Gletscherzeit, aus der letzten Wurmzeit vor über 10.000 Jahren. Das sind grundsätzlich reine Moränenböden, die sich am Ende dieser Gletscher formiert haben vor über 10.000 Jahren. Also Moränenböden heißt sehr sandige, sehr durchlässige Böden, was eigentlich hier schon sehr, sehr stark zum Ausdruck gebracht wird. Die Böden sind sehr, sehr schnell trocken. Was man hier noch erwähnen darf, ist, dass Bozen sehr, sehr oft in der Sommerzeit die heißeste Stadt Italiens ist, mit Temperaturgrößen von über 35 bis zu 40 Grad Celsius. Also ist wirklich geschätzt 5 bis 10 Tagen während der Sommerzeit. Heißt ja, Bolzano è la città più calda d'Italia. Bozen ist die heißeste Stadt Italiens, heißer als in Sizilien. Das hängt damit zusammen mit dieser relativ speziellen geografischen Lage, wo, wie schon erwähnt, das Eisacktal, das Saantal plus das Etschtal, das ja dann weiterfließt Richtung Süden, zusammenkommen und diesen Bozener Talkessel formieren. Und dort staut sich ganz gern die Sommerwärme, die Sommerhitze, und treibt die Temperatur nach oben. Also, und dieses Zusammenspiel zwischen den heißen Temperaturen im Sommer und den sehr durchlässigen, sandigen, leichten Moränenböden macht uns den Anbau relativ schwer. Also ich kann mich, aus Erzählungen der älteren Generation weiß ich, dass hier so sehr oft die Regel war, ja, so alle 5 Jahre haben wir eine Missernte, weil wir einfach nicht imstande sind, genügend Wasser raus aufs Feld zu bekommen, beziehungsweise es regnet einfach zu wenig oder es ist einfach zu lange zu heiß, sodass es einfach keine Ernte gab. Deswegen hat sich hier... bitte? Könnt ihr nicht auf Bewässerung verzichten letzten Endes? Ja, ich kam gerade auf das Thema Bewässerung zu sprechen. Hier bemühten sich schon in den späten 20er Jahren des 19. Jahrhunderts hier die Bauern um eine Bewässerung mit irrsinnig langen Bewässerungsröhren aus den hintergelegenen Tälern, wo das Wasser gesammelt wurde und dann per Schwerkraft herbeigeführt wurde. Dazu sagen muss ich ganz klar, wir hätten, glaube ich, hier sehr, sehr viel weniger Weinbau, wäre nicht die Möglichkeit gegeben worden zur Bewässerung, weil einfach die Bewässerung hier das Um und Auf ist. Vielleicht nicht in allen Lagen, vielleicht nicht auch in den Maßen, wie es oft hinzugefügt wird, aber ohne Wasser würde man hier wirklich in vielen
Mikrolagen ja, die Reben rausholen müssen, weil die Rebe nicht überleben würde. Wir sprechen hier von gewissen Böden, wo wir vielleicht einen Meter Erde haben und darunter der blanke Porphyr zum Vorschein kommt. Zusätzlich ist der Boden, ja, der hält dir das Wasser ja drei, vier, fünf Tage und danach geht die Rebe bald in Trockenstress. Also das würde nicht funktionieren. Natürlich wirken wir im biodynamischen Anbau dagegen, oder dagegen ist es jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber wir bewegen ja alle Hebel, dass der Boden oder der Bodenhumusgehalt steigt und dadurch die Fähigkeit, das Wasser zurückzuhalten, des Bodens steigt. Das hilft, also wir bewässern sicher um einiges weniger als unsere Nachbarn. Wer in Südtirol hier zu Gast war, kennt die Überkronenbewässerung. Hauptsächlich auch bei den Obstplantagen. Deswegen, das sieht man einfach, wer wie oft wässert. Und wir haben aber schon seit den 80er Jahren alles auf Tropfenbewässerung umgestellt, sodass wir ganz stark dosieren können. Aber ohne Wasser würde es hier nicht gehen. Letzte Frage, bevor wir in die Theorie gleich einsteigen. Da bin ich nämlich jetzt langsam auch heiß drauf, die Weine endlich zu probieren. Wie schätzen Sie denn die Zukunft der französischen Reben ein, also insbesondere jetzt bei den roten Vertretern, und zeichnet sich für Sie, abgesehen, also vor dem Hintergrund der Problematik, dass Vernatsch sehr stark im Rückzug sich befindet und auch Lagrei nicht mehr mengenmäßig die große Rolle spielt, zeichnet sich für Sie ein Identifikations Rebsorte ab, die als Aushängeschild für Südtirol fungieren kann? Ich glaube, Südtirol hat sich nie ausgezeichnet durch eine ganz klare identifizierbare Rebsorte. Das war nie die Stärke Südtirols. Das Marketing hier in Südtirol wollte hier sicherlich das Ganze unterstützen in diese Richtung mit den Leitsorten von Hatsch, Gewürztraminer Lagrein, aber auch Sauvignon und vielleicht noch Weißburgunder, Entschuldigung, Weißburgunder, wir dürfen den auch nicht fehlen. Ja. Aber schon durch diese 5, 6 Rebsorten fällt einem auf, es wird schwierig, einer Rebsorte die Kraft, die Ausstrahlungskraft zu schenken, für Südtirol zu stehen, weltweit, in einem, wir reden hier von einem Kleinstweinbaugebiet. Also ich glaube mal, dass Südtirol sich einfach durch die Vielfalt auszeichnet, durch einige autochthone Rebsorten, die mehr oder weniger geschätzt werden. Gewürztraminer zum Beispiel wird ja fast nur in Italien verkauft. Lagrein nur hier in Südtirol selbst, wie auch Vernatsch, der vielleicht noch Anklang findet im südlichen Deutschland und etwas in der Schweiz. Aber es sind sehr lokal konsumierte Weine, es gibt immer ein paar Ausreißer. Aber ich glaube, Südtirol hat einfach, würde einen Fehler machen, man müsste sich jetzt unbedingt aus einer Rebsorte, das Image aufbauen, das wäre jetzt das größte Fehler. Südtirol hat so viel zu bieten, landschaftlich, und da reiht sich auch die Vielfalt der Weine ein, Vielfalt der verschiedenen Anbauregionen. Selbst Südtirol hat ja in sich noch, in den Tälern, noch eigene Nuancen, Facetten, die für sich stehen. Also von daher gesehen würde ich jetzt keine Leitsorte haben. Dann gehen wir mal jetzt zum angenehmen Teil des Gesprächs über, hätte ich jetzt fast gesagt, zumindest zu dem deutlich flüssigeren. Sie haben ja 5 Weine mitgebracht, 2 weiße, 2 rote. Vielleicht gehe mal ganz gerne als erstes auf die Flasche ein. Ihr habt euch da für eine Burgunderflasche entschieden. Die Etiketten sind ja elegant, einheitlich über die Weine hinweg. Und ihr habt auch, wie es sich jetzt für ein deutschsprachiges Weinanbaugebiet gehört, schreibt ihr auch die Rebsorte vorne drauf.
Aber ihr habt, da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen, ihr habt auch jedem Wein noch einen Namen gegeben und auf dem Rückenetikett erfährt man dann ein bisschen mehr noch über eure Arbeitsweise und das könnt ihr, liebe Hörer, euch ja dann auch selber durchlesen, wenn ihr die Flaschen kauft. Das wäre vielleicht noch der Hinweis. Ihr habt einen Verkostungsraum natürlich bei euch. Das heißt, auch hier bietet sich der Abschwung vom Brenner an, kurz vor Bozen, wenn man auf dem Weg in den Italienurlaub ist. Da rennt man bei euch wahrscheinlich offene Türen, oder? Ihr seid ein Weingut, was man besuchen kann und auch vor Ort verkosten kann. Richtig, richtig. Wir haben unseren Skywine-Pavillon, so wie wir ihn dann getauft haben, mit wunderbarem Panorama auf die Altstadt Bozen als Verkostungsraum genutzt, wo alle Weininteressierte natürlich eingeladen sind, unsere Weinpalette zu verkosten, als besonders Zuckerl. Alle unsere Weine aus der Toskana sind auch vor Ort hier in Bozen zu verkosten. Okay. Also wem die Reise in die Toskana zu weit ist, kann hier auch für die toskanischen Weine seinen Kofferraum füllen. Perfekt, super. Und genau, dann steigen wir ein als erstes mit dem Sauvignon Blanc. Den habt ihr Tassnim genannt. Aber vielleicht können Sie uns mal grundsätzlich ein bisschen was erzählen über den Wein, warum er so heißt und warum Sauvignon Blanc und was den Wein auszeichnet. Gerne. Wir haben uns Ende der 90er Jahre zusammen mit meinem Vater entschieden, allen unseren Weinen einen Namen zu schenken. Damals war es noch gang und gäbe, für ganz Südtirol einfach nur den Rebsortenname auf die Etikette zu schreiben. Ja, das Weingut selbst, und da war es eigentlich schon, weil Flurnamen oder irgendwelche Einzellagen, diese Ideen waren bei uns damals bei weitem noch nicht, also bei uns in Südtirol bei weitem noch nicht angereift. Da war es in Deutschland schon viel, viel weiter. Das hat sich dann, also in unserem Hause, wir wollten einfach mehr Persönlichkeit unseren Weinen schenken, einfach nicht nur so, wie nur wir alle anderen haben. Bei uns heißt das so, wie nur das Nîmes. Auf der Namenssuche sind wir dann auf verschiedenste Quellen gestoßen. Leider Flurnamen gab es keine mehr, alte. Die konnten wir nicht mehr hernehmen. Beim das Nîmes, die Geschichte dahinter ist, dass das ist ein Name, den mein Vater gesucht und gefunden hat. Und zwar stammt er aus dem Islam, aus der Geschichte des Islams. Es gibt, wie wir alle wissen, beim Islam eigentlich strengen Alkoholverbot. Es darf kein Wein noch andere Spirituosen getrunken werden. Es gibt aber eine einzige Ausnahme, das ist die schöne. Und zwar für die Glücklichen. Und das ist für die Glücklichen, die es ins Paradies schaffen. Die dürfen etwas Wein, ein bisschen Alkohol trinken, aber unter der Bedingung, dass sie den Wein auch verschneiden mit Wasser aus der Quelle namens das Nîmes. Mhm. Daher eben der Name, die Namensgebung für unseren Sauvignon. So ähnlich paradiesische Freuden wünschen wir natürlich auch unseren Kunden. Ja, beim Sauvignon selbst ist zu sagen, also ich bin ja ein großer Verfechter von Weinen, die klarerweise auf die natürlichstmögliche Weise produziert werden, setzt natürlich den Fokus in den Weinberg. Der Weinberg muss die Qualität bringen. Im Keller selbst geht's mir nur darum, die Ehrlichkeit und die Authentizität, die Echtheit des Weines durchklingen zu lassen, indem ich einfach nur auf die natürlichen vorhandenen Protagonisten zurückgreife. Es sind grundsätzlich nur zwei bei der Weinbereitung, ist die Traube selbst, der Most, und die Hefe. Wir setzen bei keinem unserer Weine, auf keinen unserer Weingüter keine einzige Reinzuchthefe zu, sondern es sind alles sind alles Hefen aus unserem Weinberg, aus dem Jahrgang, wohlgemerkt, desselben Weines. Ich habe da mir eine Methode ausgedacht, schon Ende der
der 90er Jahre, wo wir einfach einen Gäransatz machen von den wichtigsten Rebsorten außerhalb des Weinbergkellers, damit eben nur die Jahrgangshefe sich entwickeln kann und nicht eine eventuell schon vorhandene Kellerhefe. Und damit werden die verschiedenen Weine dann oder Moste geimpft oder Maischen geimpft. Und daraus entsteht dann der Wein. Also wohlgemerkt, es werden keine Enzyme, keine Aromahefen verwendet. Es wächst hier wirklich nur, die Arbeit leistet ja wirklich nur die Weinbergshefe aus dem Jahr. Bevor wir ich habe schon probiert den Wein, aber bevor ich dazu was sage, vielleicht nochmal ein Wort dazu. Ihr habt euch bei allen Weinen für einen Glaskorken entschieden. Südtiroler Weine schon. In Toskana dürfen wir bei bestimmten Weinen keinen Glaskorken verwenden. Mhm. Aus DOCG-Gründen oder DOC-Gründen. Ja. Das ist verboten. Ja. In Südtirol schon seit 2005, also mittlerweile schon 16 Jahre, dass wir mit Glaskorken abfüllen. Mhm. Der Vorteil für den Glaskorken aus eurer Sicht ist? Auch ein Thema, über das ich jetzt wieder eine Stunde philosophieren könnte. wir hatten gerade vor kurzem eine Vergleichsverkostung. Ich sage jetzt nicht welchen, nein, weil der passt jetzt leider nicht ins Podcast. Kork, also verkorkt und Glas und eindeutig der Glas, also nicht nur bei einer Flasche, sondern bei über 10 Flaschen eindeutig besser abgeschnitten als ein Wein, der schon über 10 Jahre alt war. Es bringt einfach, also wir brauchen uns nichts vormachen, der Korken ist ein wunderbarer Verschluss, natürlich von der Natur, in der Natur geboren, nur leider bringt er viel zu oft kleine Verstimmungen im Wein, kleine Unklarheiten im Wein. Wenn er sich klar ganz stark manifestiert, kein Thema. Aber am meisten sorgen mich einfach ja so ganz kleine Ungereimtheiten im Wein, wo man sich fragt, ja, ist der Wein nicht anders gewesen? Was ist da los? Und da kann sich der Konsument da gar keine Ahnung darum machen. Ne? Das kann nur eventuell ich, wo ich den Wein ja aus dem Vorfeld verkostet habe und dann bin ich mir nicht ganz sicher. Da muss ich auch noch mal quer verkosten, noch eine zweite, eine dritte Flasche aufmachen und dann verstehe ich. Beim Glaskorken habe ich eine hundertprozentige Garantie, dass wenn der Wein nicht schmeckt, dann bin eindeutig ich der Verantwortliche und man kann sich bei mir direkt melden. Ja. Ja, kommen wir zum Wein selber zu sprechen. Also zunächst mal ein blasses Zitronengelb. Der Wein ist ganz klar. Das heißt, tut ihr filtrieren auch? Macht ihr eine Schönung in irgendeiner Art und Weise bei euren Weinen? Also beim Sauvignon, der Sauvignon bekommt eine leichte Bentonit-Schönung zur Proteinstabilisierung und wird dann filtriert bei der Abfüllung, weil er nicht die zweite, den Säurebau macht er nicht, die zweite Gärung macht er nicht durch, deswegen ging das gar nicht anders. Mhm. Das Sauvignon bleibt jetzt zu zwei Drittel im großen Holzfass. Mhm. Großes Holzfass für 8 Monate. Danach wird das Ganze assembliert, vorbereitet für die Abfüllung und dann abgefüllt. Ja. Mhm. Also die Nase finde ich wahnsinnig komplex. Was als erstes auffällt, das meine ich jetzt gar nicht negativ, aber es ist jetzt nicht diese mittlerweile landläufige Sauvignon Blanc-Nase, sondern ist sehr eigenständig. Ich finde es, zeigt in der Nase schon von einer gewissen Mineralität, aber hat schon auch diese gewisse Zurückhaltung, die jetzt biodynamisch erzeugten Weinen oft gemein ist, dass sie halt nicht so vordergründig sind, sondern dafür einfach mehr Substanz und Länge bringen und nicht einfach so laut nach vorne preschen. In der Nase habe ich schon auch würzige Komponenten, aber weniger jetzt diese Kiwi, Gras, Paprika, die hat man jetzt hier weniger. Ich finde, es geht mehr so in so eine lauchige Richtung. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das besser beschreiben kann. Ist schon so eine gewisse Schärfe, so ein bisschen der Pfeffer ist für mich noch mit drin und natürlich auch eine gewisse Rauchigkeit. Ne? Das hat man auf jeden Fall schon. Und was man im Mund vor allem schmeckt, ist so eine Cremigkeit. Ich hätte jetzt gefragt, macht ihr Batonnage? Gibt es da eine längere Maische-Standzeit? Aber das große Holzfass führt natürlich dann mit der
Mikrooxidation dazu, dass eben diese Schmalzigkeit, Cremigkeit, diese Abgerundetheit, Harmonie ein bisschen stärker in Wein noch zu finden ist. Also ich finde es einen sehr, sehr spannenden Wein. Ja, bestätige, also alle unsere Weißweine, auch im großen Fass, werden alle batoniert, ja, für 5 Monate lang. Ah, okay. Ob das ein großes oder kleines Fass, ob das Stahl oder Holzfass ist, alle werden batoniert, weil wir ja mit der eigenen Hefe da spielen und nicht mit einer Reinzuchthefe, das ist mir ganz wichtig, um hier nochmal einen besonderen Touch zu geben. Hier ein kleiner Exkurs zum Sauvignon, also wie Sie vorhin auch schon erwähnt haben, landläufig erwartet man sich bei einem Sauvignon ja etwas aromatisch Explodierendes, etwas Anschreiendes, bekannte Aromen, wie Sie schon erwähnt haben. Das hat eigentlich grundsätzlich gar nichts mit einem Sauvignon zu tun, der eben nicht mit Aromahefen vinifiziert wird. Also diese Aromen kommen zum Vorschein, weil die moderne Önologie es verstanden hat, mit Aromahefen oder mit Enzymen die Aromen zum Ausdruck zu bringen. Ja, und dann schmeckt halt der Wein dementsprechend. Also das wäre in einem biodynamischen Betrieb nicht möglich, weil er einfach nicht auf diese Mittel nicht zurückgreift und nicht sogar zurückgreifen will. Und der Nachgang, finde ich, ist auch sehr schön. Es ist schon rauchig. Also ich habe jetzt schon eine Assoziation gehabt von so einem Torfig, eine gewisse Torfigkeit fast, wie man es jetzt vom Whisky her kennt. Also wirklich sehr spannend, sehr ungewöhnlich im besten Wortsinn. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter, langer Wein, der im Mund förmlich haften bleibt und sehr viel, und das ist das, was ich bei vielen biodynamischen Weinen feststelle, was so faszinierend ist, ist diese auch positiv gemeint Eigenartigkeit in ihrem Geschmacksprofil, in ihrer Komplexität, in ihrer Zurückhaltung, aber auch Intensität gepaart mit so einer Wandlungsfähigkeit. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Wenn ich jetzt glaube, der Wein ist länger offen, der würde sich jetzt im Laufe der nächsten Minuten wahrscheinlich auch nochmal komplett anders präsentieren. Aber das Aromenspiel, die Vielseitigkeit der Geschmacksprofile, die man jetzt schon hier beim ersten Wein hat im Mund und auch in der Nase, ist schon außergewöhnlich. Das ist schon echt, echt tolles Kino. Definitiv. Klasse Wein. Freut mich. Also ich bin da jetzt weniger ausschweifend in meinen Erklärungen. Dafür, das ist mein Job. Da freut mich, dass Sie mich da ganz, ganz stark unterstützen. Wo liegen wir denn da preislich, Herr Lorca? Ja, hier ab Hof um die 15 Euro. Ja, super. Also, ja, so ganz genau sicher bin ich noch nicht, da müsste ich nochmal gucken. Ja, gut, geht ja auch nur um die Größenordnung, Euro rauf oder runter, spielt ja auch keine Rolle, aber ich denke, im Anbetracht der objektiven Qualitätskriterien, die man ja als Wein-Nerd ansetzen kann und auch das, wie es einfach im Mund Spaß macht, das ist ja auch nicht zu unterschätzen, hat man hier einfach ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit einem sehr spannenden Wein, mit dem man sich länger auseinandersetzen kann, wenn man es denn möchte und sich beherrschen kann, ihn nicht einfach zu trinken. Das ist ja auch immer noch die nächste Challenge dann aus Weintrinker. Dann würde ich sagen, kommen wir zum zweiten Wein, und das ist für mich jetzt tatsächlich schon so ein Milestone in meiner Podcast-Reihe, weil ich habe schon im Vorgespräch und auch vorher kurz erwähnt, einer meiner treuesten und langjährigsten Hörer kam auf mich mal zu und hat gefragt, du, Fabian, an der Stelle, schönen Gruß nach Franken. Ich habe von einem Wein gehört, kommt irgendwo aus Südtirol, da wird über mehrere Jahre hinweg, wird Hefe immer wieder dazugegeben. Das war zumindest das, was er mir als Frage mitgegeben hat. Warum macht man das? Macht es Sinn? Was ist der Endeffekt daraus? Und ich bin dann auf die Suche gegangen und bin dann letzten Endes auf euren Betrieb gestoßen. Und mit der Telsche zusammen hat sich da für mich dann einfach der Kreis geschlossen. Und ich bin jetzt wirklich froh und dankbar, dass wir diesen Wein und die Idee dahinter mit dem Macher quasi direkt besprechen können. Ja, Herr Locke, erzählen Sie mal einfach, was es mit dem Wein auf sich hat, was die Idee dahinter ist.
Ja, Grüße noch an die Telsche. Sollte sie gerade durch. Ich hatte sie gerade vor 2 Tagen in Montalcino gesehen, nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren, sie wieder zu Besuch gekommen. Okay. Auf unser Weingut. Ich nehme jetzt die Gelegenheit wahr. Ja, möchte ich ganz gerne noch etwas weiter ausholen. So, in meiner Studienzeit in Dijon, wo ich dann zum Önologue de France graduiert hatte, 1997, war ich natürlich ganz intensiv mit dem Thema Wein, so wie es halt meistens während dem Studium ist, intensivst in Kontakt, und machte mir dann einfach auch schon während des Studiums mehrere Gedanken, ja, welchen Weinstil soll ich mir dann schenken? Oder wo soll denn die Reise dann später hingehen, wenn ich dann in den väterlichen Betrieb zurückkomme und dann sicherlich mit einem starken Vater zu diskutieren haben werde. Und ich habe mir so ungefähr, es haben mir eigentlich so zwei Wunschvorstellungen, zwei Ziele gesetzt, und immer im Hintergrund natürlich die Biodynamie, die natürliche Anbauweise. Aber eines haben wir vorhin schon angerissen, einfach Weine, den Weinen ihr Terroir gerecht werden zu lassen, also wo die Weine wirklich ihr Terroir durchspiegeln lassen, durchkommen lassen, wo ich imstande gewesen bin, wirklich mit dem Terroir zusammenzuarbeiten, in Synthese zu gehen und eben dann dem Wein diese speziellen Eigenschaften mitzugeben. Das war die eine Sache, dieser Terroir-Gedanke. Und die zweite Sache war, wie schaffe ich es, einem Wein auf natürliche Art und Weise eine sogenannte ewige Jugend einzuhauchen. Also die Idee war, zeitlose Weine zu kreieren. Zeitlos war so ein bisschen ein Begriff, der hat mich extrem, natürlich in Frankreich dann, auch beschäftigt, weil ja die Franzosen ja sind ja Weltmeister im Verkaufen älterer Jahrgänge und deren alten Errungenschaften, was ja teilweise auch stimmt, aber zumeist dann auch wieder nicht, wie es halt zumeist ist. Aber es hat mich trotzdem fasziniert, wie schaffe ich das? Und ich wollte halt nicht mit modernen enologischen Mitteln arbeiten, und ich wollte einfach schauen, was kann die Natur, mit welchen Elementen kann ich spielen? Und da habe ich mir eben Gedanken dazu gemacht und kam dann über mehrere Umwege, mehrere Experimente einfach auf die Idee, wie ich schon einleitend gesagt habe, auf diese Methode, die ich mit Metodo Jovenmethode getauft habe. Mhm. Man sieht dann auch auf der Etikette dieses Weines, das ist die Erstgeburt dieses meines Versuches. Der Wein heißt Timeless, eben zeitlos. In Deutsch wunderbar zu verstehen, im Italienisch etwas schwierig, es gibt keinen ähnlichen Begriff im Italienischen. Einfach zeitlos ist, ne? Die italienische Mode und der italienische Geschmack ist einfach per se zeitlos. Ja, ich dachte schon, Sie würden deren Unbrüchlichkeit ansprechen, aber ja, so ist es auch. Na, also ich habe da einfach die Methode entwickelt, wo ich jedes Jahr die beste Hefe, die reinste Hefe des neuen Jahrgangs raushole, möglichst vom gleichen von der gleichen Rebsorte, diese Weinhefe, feine Weinhefe, noch einmal auf eine spezielle Art und Weise bearbeite, wo vielleicht auch ein bisschen Geheimnis darin steckt, und dann wird diese Weinhefe, frische neue Weinhefe, dem im Reifeprozess befindlichen Wein, in dem Moment Holzfass, hinzugegeben. Also mit dem Wunsch oder mit dem Ziel, dem Wein jedes Jahr so ein neues Leben wieder einzuhauchen. Ich komme dann wieder zurück, weil die Kreise bei mir schließen sich immer wieder auf das Thema von vorhin. Wir arbeiten ja nur mit der eigenen Hefe, mit unseren eigenen Energien, aus unserem eigenen Weinberg, wo wir biodynamisch arbeiten. Und hier schließt sich so schön der Kreis, weil ich hier immer die Energien von mehreren Jahrgängen wieder in einen Wein
Vereine und ihn sozusagen kräftige mit dieser Kraft der vielen Jahrgänge, auch mit dieser immer wieder frischen Jahrgangshefe, um den Wein reif für seine Zukunft um ihn über die Jahre zu bringen, um ihn zeitlos einfach dann, ich weiß nicht, wie lange er erhalten wird, aber einfach so lange wie möglich ihm noch eine gewisse Jugend schenken zu können. Das war so der Grundgedanke. So, technisch sieht das natürlich noch ein bisschen anders aus, aber haben Sie den Wein schon im Glas? Ich lausche einfach sehr gespannt. Ich habe ihn auch schon probiert und habe mich total geflasht. Komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich würd nur, ohne jetzt Ihr Betriebsgeheimnis quasi Ihnen rauskitzeln zu wollen, aber mich würde es technisch nochmal interessieren, weil ich sage jetzt mal auch in der Spontanvergärung können wir ja davon ausgehen, im Mittel normal, dass der Vergärprozess normalerweise vielleicht nach einem Viertel oder einem halben Jahr normalerweise beendet ist. Je nachdem, wie es vielleicht temperaturmäßig im Weinkeller ausschaut, kann sich das natürlich noch länger hinziehen. Meine Frage zielt jetzt einfach darauf, dass ich, wenn Sie jährlich neue Hefe hinzugeben, würde ich jetzt davon ausgehen, dass eigentlich vorher schon der ganze Zucker im Wesentlichen eigentlich verbraucht ist, sodass die Frage im Raum steht, was hat die neue Hefe? Ich denke mal, die Idee geht ein bisschen dahin, dass wahrscheinlich die Nebenprodukte vom Stoffwechsel der Hefen jedes Jahr ein anderes Geschmacksprofil erzeugen, andere Nebenprodukte erzeugen, um somit auch gewisse Einzigartigkeit mit reinbringen. Aber trotzdem brauchen ja die Hefen ja auch was zum Leben und zum Überleben und zu verstoffwechseln. Also wird dann mit der Hefe auch eine Art Dosage immer noch dazugegeben, was jetzt allerdings der Alkoholgehalt, wir haben hier 13,5, würde jetzt nicht dafür sprechen, dass über längere Zeiträume ständig noch nachdosiert wird. Also was machen die neuen Hefen noch, wenn gar kein Zucker mehr da ist? Ja, vorausschicken muss ich ganz klar auch etwas, mein Produktionskredo betrifft. Und zwar, ich hasse lange Gärungen. Okay. Also auch weil ich natürlich ein bestimmtes Geschmacksprofil bei meinen Weinen suche. Also lange Gärungen verändern das Geschmacksprofil eines Weines komplett. Ja. Komplett. Also der Wein, meiner Meinung nach, Ausnahmen wären wahrscheinlich nicht eines besseren lehren, aber grundsätzlich lange Gärungen vereinheitlichen und standardisieren die Weine. Einfach weil die Nebenprodukte, wie Sie schon erwähnt haben, letztendlich immer dieselben sind, die Problematik sind immer dieselben. Letztendlich geht es hier darum, hier hat die Hefe irgendeine Schwierigkeit. Deswegen habe ich bei der Vinifizierung die notwendigen Hebel gesetzt, dass der Wein oder der Most oder die Maise so schnell wie möglich in Gärung startet und die Rahmenbedingungen passen, damit die Gärung nicht in Stocken geht. Also bei mir habe ich also seltenst stockende Gärungen, einfach weil ich ganz, ganz stark darauf erpicht bin, dass das nicht passiert. Trotz meines Gäransatzes. Aber ich muss sagen, das sind keine Spontangärungen im klassischen Sinn, wo ich den Most im Fass setze und einfach mal Daumen drehe und warte, dass der Ganze startet. Nein, ich entscheide, wenn der Most startet in Gärung und durch die Zugabe meines schon perfekt gärenden Gäransatzes. Deswegen mal vorab, die Weinhefe aus den jeweiligen Jahrgängen ist eine wunderbare, fruchtige Weinhefe, die mit stockenden Gärungen gar nichts zu tun hat. Deswegen hier kommen nur gute Gärungen, also nur Hefe aus den Gärungen rein. Obwohl auch, wenn jetzt mal eine Gärung einen Monat dauert, anstatt zwei Wochen oder drei oder auch fünf Wochen, dass da auch alles noch im Rahmen ist. Sicher, wir haben jetzt keine Blitzgärung wie in den konventionellen Weinkellern, wo sie alle mit Zuchthefen arbeiten. Die haben in einer Woche alles schon fertig. Bei uns, die Gärung dauert immer 2 bis 3 Wochen. Das ist alles noch im Rahmen. Aber es soll nicht 2 bis 3 Monate dauern. Das ist etwas, was ich leider immer unterbunden habe. Deswegen die Weinhefe beim Weinlese, die wir zusetzen,
ist von eine von mir kontrollierte, vorher mit einer speziellen Methode auch gewonnene, weil nicht jede Qualität der Hefe erzeugt dann auch das gleiche Resultat. Aber viel Handarbeit, und da kann ich wohl so klingen, als ob das viel technologisch ist, aber das ist einfach viel Gefühl, viel Handarbeit, viel Erfahrung. Und ja, ich sage immer meinen Mitarbeitern im Keller, benutzt bitte alle fünf Sinne, alle. Geht einen Fass mit allen fünf Sinnen. Ihr schaut zuerst, ihr riecht, ihr hört rein, ihr berührt das Fass und wenn ihr wollt, dann kostet ihr auch den Wein. Aber das muss der Letzte sein. Ja. Das heißt, jetzt glaube ich, bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Das heißt, ihr gebt einmal eine, ich nenne es jetzt mal, Cuvée von Hefen dazu, die ihr über mehrere Jahre gewonnen habt, oder ist es so, dass ihr den Wein über mehrere Jahre gären lässt und im Jahresturnus jeweils die neue Hefe dazugebt? Ja, klar, da bin ich ganz klar ausgedrückt. Es sind natürlich, wir sprechen hier nicht von Hefe, sondern von Hefegeleger. Mhm. Der Deutsche spricht ja von Hefegeleger. Wir sprechen hier immer von toter Hefe. Mhm. Und Hefe, die nach der Vinifizierung abgestorben, sich langsam am Boden eines Fasses sedimentiert und dort herausgenommen wird, nach Abzug des neuen Weines. Dort wird der Weingeleger, beste Qualität, wird dem Fass, wo eben der Timeless drin weilt, dazugegeben. Mhm. Und wieder mit datoniert. Also der Dateien, den wir hier vergossen 2011, der hatte 7 Jahre lang das Fass nicht nach Abschluss der Gärung nicht ein einziges Mal verlassen. Das Einzige wurde immer wieder neu aufgefüllt mit frischer Weinhefe. Natürlich unter dem Jahr mit anderem Wein oder mit Restweinen des selbigen Jahrgangs. Aber es wird ja immer, ich spreche hier wirklich, wenn ich von Weinhefe spreche, dann spreche ich jetzt nicht von frischer, zu aktivierender Hefe, sondern von abgestorbener Weinhefe als Weingeleger. Okay. Ja, okay. Also da treffen sich die Ansätze der Batonnage und ich sage mal, wenn man jetzt von Hefearomenabgabe vom Geläger an den Wein spricht, dann denkt man in erster Linie ja immer an die Champagne. Aber das ist so ein bisschen die Idee, dass man quasi das Gelager hat, was einen wesentlichen Einfluss auf den Weingeschmack, auf seine Aromatik, auf seine Stilistik hat. Und um das geht es. Es geht jetzt nicht hier den Gärprozess immer wieder neu anzustoßen, sondern es geht darum, dass als Aromakomponente hinzuzufügen, als Ergänzung zu der Komponente des Holzfasses, der Batonnage, eben das sind die großen Stellschrauben, wie man die Stilistik im Keller dann beeinflussen kann. Das war ja, das. Also sorry, dass ich jetzt kurz fachblind war, das war für mich klar. Gut, dass Sie das erwähnt haben, das werde ich mir fürs nächste Mal merken bei der Erklärung. Wohlgemerkt, für die Babys vielleicht nicht wissen, Hefe hat, also eine abgestorbene Hefe, hat einfach die wahnsinnige Fähigkeit, in ihrem Zerstörungsprozess, ist ein Einzeller, der sich, sobald abgestorben, sich langsam zersetzt. In dieser Zersetzung gibt es bestimmte Stoffe frei, die sich mit den Weinstoffen in Verbindung setzen, beziehungsweise verbinden und dadurch den Wein stabilisieren. Dadurch eben auch mein Gedanke, dem Wein einen längeren Lebenshauch, eine längere Lebenserwartung zu schenken. Mhm. Das ist eben der Hintergrund auch, also der technische Hintergrund dahinter. Also die Hefe in dem Moment wirkt das, was man als Champagner als Autolyse bezeichnet, oder? Genau, die Autolyse, genau. Okay. Das ist immer das Gleiche, ja. Aber eben immer mit frischer. Das Champagner macht's ja im Grunde, ich will nicht sagen viel anders, aber macht es auch vom Ansatz her sehr gleich. Er hat ja immer alte Jahrgänge. Ne? Die großen Champagner, die machen ja nichts anderes, als dass sie deren Sektgrundweine immer wieder mit den
alten Jahrgang verschneiden. Und so ist immer wieder von alten Jahrgang immer das drin. Es ist nicht so, dass sie einen alten Jahrgang dazugeben, aber sie verschneiden große Masse mit dem alten Jahrgang und legen eine Menge wieder zurück für den nächsten Jahrgang. Ne? Deswegen haben sie eben auch eine ältere Komponente. Ne? Aber das ist halt schon der Champagner-Gedanke, deswegen bin ich jetzt drauf gekommen, dass die Qualität des Weines maßgeblich davon beeinflusst wird, von Dauer und Qualität der Autolyse, wo es eben darum geht, wenn ich jetzt den Wein über Jahre auf dem Rüttelbrett liegen habe und ihm die Zeit einfach gebe, eins zu werden mit seinem Hefegelager, um eben alle ihm die Zeit zu geben, diese Reaktionen durchzulaufen. Und das ist das, was ja beim Champagner zumindest ja oft als wesentliches Qualitätskriterium herangezogen wird, abgesehen von der Säure. Wie gut sind die Hefenoten integriert? Aber das ist ein ganz eigenes Thema. Aber das ist zumindest das, was ich jetzt damit aus erstes assoziiert habe. Ja, was soll man sagen zu dem Wein? Also zunächst mal in der Nase total faszinierend. Ja, es ist eine Mischung. Ich habe als allererstes, meine allererste Assoziation war so Dominosteine. Ich weiß nicht, kennt man das in Südtirol? Das ja, sind klar. Diese, kommen jetzt wieder in der Weihnachtszeit. Also das ist so kleiner Lebkuchenwürfel mit so einer Fruchtgelee drin und mit Schokolade drüber. So kann man es vielleicht beschreiben. Und das ist hier, trifft es für mich schon, weil zum einen wirkt es fruchtsüß. Also der ist sicherlich ja trocken, logischerweise ist das ein trockener Wein, aber er hat schon eine sehr fruchtige, auch eine fruchtsüße Aromatik. Er hat aber auch was Würziges, finde ich. Und eben, was beim Dominostein auch immer noch dabei ist, ist halt die Schicht Marzipan. Er hat für mich auch was Nussiges, Marzipaniges, was einfach, also auch schon opulent. Ne? Er ist jetzt nicht so zurückhaltend, der ist schon wirklich sehr aromaintensiv. Und meine erste Assoziation war jetzt Dominostein, ohne dass ich jetzt damit sagen möchte, dass es zu weihnachtlich wirkt, das überhaupt nicht. Aber die Kombination zwischen nussig, süße und Würze, das war jetzt für mich einfach so das, was ich dann in erster Linie geruchsmäßig damit den Dominostein verbunden habe. Und was einfach total faszinierend ist, ich meine, wir haben jetzt hier den Jahrgang 2011, das heißt, der Wein ist 10 Jahre alt und das war ja ihre Intention, das war ja die Aufgabe, die sie sich selber gestellt haben. Der Wein wirkt absolut frisch und jugendlich und hat eine knackige Säure noch. Und wenn man den Wein im Mund hat, also der ist schon eine sehr vitale Säure einfach. Aber trotzdem, ich finde, das ist ein Wein, der schwierig zu beschreiben ist mit Schubladen, weil vieles aufeinander trifft. Wir haben zum einen noch eine sehr vitale Säure, die ihn jugendlich erscheinen lässt. Und auch hier tut sich für mich eine leichte Parallele zu Jahrgangschampagner auf, weil die ja auch weniger durch die Kohlensäure noch geprägt sind, sondern sie haben auch eine knackige Säure durch die Rebsortentypizität, die dann viel stärker rauskommt, gerade bei den Blancs de Blancs. Und hier haben wir es auch so. Es ist irgendwie, man merkt, es ist was Gereiftes. Man merkt natürlich die Holzaromatik sehr intensiv, ohne die Frucht total zu erschlagen. Aber es ist schon ein Wein, weil er ja auch speziell ist, der sich jetzt schwierig kategorisieren lässt mit den üblichen Beschreibungsmöglichkeiten, die man so hat. Also auf der einen Seite haben wir einen gereiften Wein, der trotzdem noch sehr jugendlich wirkt, Würzigkeit, Fruchtigkeit mitbringt. Schwierig zu fassen für mich, aber extrem spannend, sehr stoffig auch im Mund. Also er hat viel Extrakt, denke ich. Da merkt man auch vielleicht die Autolyse, dass da vielleicht einfach ein bisschen mehr, ich würde es jetzt als Extrakt bezeichnen, was sich einfach mehr in dem Wein gelöst hat, dass es eine Griffigkeit im Mund einfach mit sich bringt. Also der haftet richtig an. Man merkt es nicht wie Tannine, die so astringierend sind, aber man merkt schon einen gewissen Grip im Gaumen, merkt man schon, definitiv. Ja, ich bin sehr wuchtiger, ein sehr voller, ein sehr fetter Wein. Ja. Und aber
ohne barock zu wirken. Ne? Also nicht so jetzt einfach fett und breit, hau drauf wie nix, sondern Trinkigkeit ist da. Voll da. A glass of its own irgendwie, würde ich fast sagen. Ich schenke mir jetzt nochmal nach, weil es einfach total faszinierend ist. Also allein schon der Geruch, das ist. Was haben wir? Ich habe jetzt schon gespickt auf der Rückseite, ist leider auf Italienisch nur deswegen, oder leider, weil ich Italienisch nicht kann, aber es ist eine Cuvée letzten Endes, oder? Nein, es ist 95% Chardonnay. Und der Rest sind so Restsorten wie Kerner, Sauvignon, Gewürztraminer, Pinot Grigio. Ja. Mhm. Aber 95% Chardonnay, schon Basis. Mhm. Aber wie gesagt, was ich jetzt hier vorausschicke, Timeless sollte eigentlich auch ein komplett Rebsorten- und auch gebietsunabhängiges Konzept sein, beziehungsweise die Methode, also das ist eine Methode, die man auf jede Rebsorte, auf jede auch rote oder weiße Rebsorte anwenden kann. Von daher gesehen, das ist mal wichtig, irgendwie zu entwickeln, was Freude macht, wo der Wein noch wunderbar dasteht, auch nach vielen Jahren und auch wahrscheinlich in den nächsten 10, 20, 30 Jahren auch noch Freude bereiten kann. Aber unabhängig eben von Gebiet, Rebsorte und so weiter und so fort. Mhm. Dann hat er fast noch so einen Pfefferl hinten nach. Das erinnert fast so ein bisschen an Grüner Veltliner schon. Ja, verrückt. Also Wahnsinn. Ja, liebe Hörer, ich bin jetzt ein bisschen sprachlos, was selten genug passiert, aber ich habe es versucht, in Worte zu fassen, aber das ist jetzt wirklich einer der Weine, wo ich sagen würde, da macht es Sinn, das einfach versuchen, selber nachzuvollziehen. Und das ist ja ein bisschen die Idee meines Podcasts, nicht nur labern, sondern euch die Möglichkeit ja auch geben, in den Interviews, aber auch in den Seminarepisoden, meine Beschreibungen versuchen nachzuempfinden. Hier bei diesem Wein gelingt es mir mittelmäßig, würde ich sagen, weil es einfach schwierig ist, in seinen gewohnten Kategorien den Wein zu fassen. Es ist ein Ausnahmewein und das ist, denke ich, schon eine Sache, wo man einfach mal auch seinen eigenen Gaumen, seine Aufgeschlossenheit vielleicht auch prüfen kann und einfach mal einen Blick über den Tellerrand wagen kann, was weintechnisch möglich ist. Das ist einfach wirklich eine ganz herausragende Flasche Wein, die man einfach probieren haben muss, sollte, wie auch immer, wenn man sich der Thematik Wein auch mit einem gewissen Interesse einfach mal nähern möchte, um zu schauen, was die Winzer alles auf die Flasche ziehen können. Und da ist das auf jeden Fall eine Flasche, wo sie viel demonstrieren lässt, viel nachempfinden lässt und auch eben im Zusammenhang mit der Geschichte des Winzers dann hochgradig Sinn macht. Gut, vielen Dank für den Wein, Fabian. Wir telefonieren am besten mal, wie du den Wein fandest. Gehen jetzt auf den ersten Rotwein über, und zwar den St. Magdalena Classico. Und haben wir ja schon darüber gesprochen, Magdalena, brauche ich nicht mehr ins Detail gehen. 2019, glaube ich, auch sie. Wenn ich mich richtig entsinne. Moritz ist wieder der Name des Weins. Handelt es sich da jetzt um eine alte Lage? Nö, Moritz ist eine alte Grafschaft aus dem Mittelalter. Hier im Bozner Talkessel, der Grafschaft mit Sitz auf Schloss Greifenstein, auf Sauschloss benannt, bei Terlan, zwischen Terlan und Bozen. Und deswegen die Namensgebung, Moritz. Also die Farbe, liebe Hörer, zunächst mal klassisch St. Magdalena bzw. Vernatsch. Also wir haben hier ein blasses Rubinrot mit einem ganz transparenten Kern, einen ausgeprägten wässrigen Rand. Der Wein ist auch wahrscheinlich wieder ein bisschen geschönt worden. Zumindest scheint er hier brillant klar zu sein, ohne jegliche Trübung. Nein, ist nicht geschönt worden, nur abgestochen. Nein, keine Schönung. Nein, bei einer roten keine Schönung. Ah, okay. Aber von der Trübung her ist es brillant klar. Also ich würde jetzt rein optisch, würde ich jetzt zumindest beim ersten Schluck keinen Unterschied sehen. Der ist quasi nur abgestochen dann. Alle Weine werden grundsätzlich filtriert, außer die schweren Weine.
Also leider die Erfahrungen bei den leichteren Weinen oder bei den Jahrgangsweinen unfiltriert waren nicht die von mir gewünschten. Deswegen mache ich hier eine kleine Kartonfiltration, was dem Wein im Grunde gar nichts abtut. Also auf Papier ist es überhaupt kein Problem, finde ich. Ja. Aber es erzeugt dann einfach zumindest jetzt hier im Glas diese Brillanz, die man meistens, egal auf welche Art und Weise filtriert wird, meistens nur erreicht, weil sonst hat man schon so eine leichte stumpfere Erscheinung vielleicht, aber die Reflexe sind einfach brillant klar. Und in der Nase, ja, ich würde es als sehr typisch bezeichnen, soweit ich das beurteilen kann, mit meinem eingeschränkten Erfahrungsschatz, was St. Magdalena angeht. Also eher auf der bärigen Seite, auf der fruchtigen Seite, ein bisschen Zwetschge kann man sich vielleicht noch reindichten. Ich möchte jetzt nicht sagen marmeladig, weil das oft ein bisschen negativ konnotiert ist. Aber man merkt schon eine gewisse Sonnenwärme, eine gewisse Reife des Leseguts ist auf jeden Fall schon in der Nase festzustellen. Richtig, auf jeden Fall. Vergessen wir nicht, wir sind hier auf den heißesten Lagen Südtirols zu Hause. Die Ausreifung ist hier immer optimal. Ausreifung, also die phenolische Ausreifung ist immer optimal. Also wir erreichen ja nicht wahnsinnig hohe Alkoholgradationen, aber die es auch nicht braucht. Fruchtigkeit ist auf jeden Fall auch vorhanden, wo er unschlagbar ist in der Trinkbarkeit. Also ein Freudenspiel im Gaumen, keinesgleichen, finde ich. Also da haben wenige, vielleicht ein paar Blauburgunder haben hier noch eine Chance mitzuhalten, aber dort bremst meistens das Holz noch ein bisschen aus. Was hier die, trotzdem ist Fülle im Glas, Fülle im Gaumen, die Tannine füllen ganz wohlig und geschmeidig den Mund. Also er ist kein Wein, der durchläuft. Also hier sprechen wir ja schon an Magdalena, der auch im Ertrag ausgedünnt wurde, wo wir machen eine Ertragskontrolle, klarerweise alle Trauben werden halbiert. Von daher gesehen auch von der Struktur etwas zugegen. Also von daher gesehen bin ich jetzt ganz gespannt auf Ihr Urteil. Ja, also im Mund, was den St. Magdalena so gefällig macht, wenn man es mal so ausdrücken möchte, ist einfach es ist ein Wein, der wenig Ecken und Kanten hat, der leicht zugänglich ist, der auch keine zu rassen Tannine hat. Man merkt schon auch die Gerbstoffe, aber sehr geschliffen, sehr feinkörnig. Also nichts, woran man sich jetzt stören würde oder was jetzt aneckt. Ja. Gibt ja auch verschiedene Geschmäcker, ist ja am Ende des Tages auch immer eine Geschmacksfrage. Aber hier ist es einfach sehr harmonisch, sehr gefällig, mit einem schönen Trinkfluss, ja, definitiv. Und hinten raus kommt nochmal, was jetzt bei Magdalena schon ein Qualitätskriterium ist, schon nochmal so eine Würzigkeit, die mich jetzt vielleicht so ein bisschen an Oregano oder sowas erinnert, so eine, was ihn dann schon auszeichnet aus dem Wein mit einer gewissen Komplexität, abgesehen von dem Trinkspaß, den er mit sich bringt. Aber da merkt man einfach schon, dass eine schöne Konzentration und ein Ausdruck von Charakter dann auf jeden Fall da ist, dass er nochmal hier auch so eine im Abgang so eine intensive Würzigkeit nochmal mitbringt. Ja, schön. Ja. Sehr schön, bin ich voll dabei. Also ich hoffe, dass die junge Generation, also man, ich weiß nicht, wie ihre Erfahrung ist, aber ich habe es jetzt gerade auf der Vinitaly entdeckt, wo du halt trotzdem ein bisschen konfrontiert wirst mit neuen Trends. Also die Leute suchen einfach auch trinkigere Weine, nicht so alkohollastige Weine. Von daher gesehen sehe ich für Natschen, für einen Trollinger, wenn man gut damit arbeitet, eine rosige Zukunft. Bin da voll davon überzeugt. Also 13% ist sicherlich leicht unterm Durchschnitt für Rotweine. Da sind wir sicherlich auf der leichten Seite. Ja, 13% muss ich sagen, 13% ist eine Ausnahme. 19er war ein toller Jahrgang. Also normalerweise sind wir eher bei 12,5%. Ja, okay. Ja, also für seine Verhältnisse ist schon hoch, aber ja, also der wirkt schon leicht im Mund. Das hat jetzt nichts mit einer Schwere zu tun oder mit einer, manchmal bringt der Alkohol ja auch so eine Süßlichkeit mit rein, da hat man jetzt gar nichts gemerkt. Also es ist einfach ein guter zu trinkender Wein, wo ich denke, dass der einfach standalone durchaus
Spaß macht, aber auch als Essensbegleiter gut funktioniert. Ne? Da hat er einfach die bringt er die Säure mit, vielleicht auch den einen oder anderen Speck ein bisschen aufzulockern. Das funktioniert, glaube ich, sehr, sehr gut, definitiv. Dann, jetzt kommt ja meine Lieblingsrebsorte aus Südtirol, wenn man so, so sagen möchte. Und zwar Lagrein, logisch, probieren wir hier auf jeden Fall. Gran Lagrein ist wahrscheinlich auch eine eher alte Bezeichnung. Für was? Für die Rebsorte? Oder? Ja, na, die ursprüngliche Weinbezeichnung meines Vaters hat mir gar nicht gefallen. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht, auf einen neuen Namen Anfang der 2000er Jahre. Und bin da auf einen, der Name Lagrein ist etymologisch noch eigentlich nicht hundertprozentig definiert. Man weiß nicht ganz, woher der Name kommt. Man nimmt an, aus dem Trentino, Lagarina, Lagrein, aber hundertprozentig ist das nicht dokumentiert. Ich bin da auf der Suche auf einen neuen Namen, auf diesen Lagrein gestoßen, Namen Lagrein. Lagrein ist der Name eines Minnesängers aus dem Mittelalters, der im Alpengebiet sein Unwesen getrieben hat. Ein Troubadour aus alten Zeiten, und die Nähe zum Namen Lagrein hat mich dazu verleitet, den Namen für unseren Lagrein auszuwählen, und hab da ihm noch etwas mehr Würde geschenkt und ein Gran davor gesetzt, und daraus entstand Gran Lagrein. Das ist unser Lagrein. Super. Ja, auch 2019. Ja, in der Farbe eindeutig. Also wir sind hier deutlich farbintensiver. Das ist das, was die beiden autochthonen Rebsorten augenscheinlich im wahrsten Wortsinn unterscheidet. Also es ist auch gar nicht mehr so rubinrot. Ich habe hier auch noch ein bisschen bläuliche Reflexe. Es geht so ein bisschen ins Violette hinein. Also viel farbintensiver, schmaler, wässriger Rand. Und wenn man reinriecht, Holzfass, ja oder nein? 100% Holzfass für 2 Jahre. Ja, genau. Also das war jetzt meine Nummer sicher. Ich hätte es auch jetzt in der Blindverkostung so gesagt, was man reinriecht. Man riecht auf jeden Fall Holzfassaromatik, die ist aber eher zurückhaltend. Man merkt es einfach, eine gewisse Rauchigkeit ist drin. Aber was hier einfach schön zum Vorschein kommt, sind dunkle Früchte, dunkle Beeren und auch eine Würzigkeit wieder, die ich sehr schön finde. Erinnert mich vielleicht so ein bisschen, geht es Richtung Nelke, kann ich mir vorstellen. Ja, ein bisschen Feige vielleicht. Aber auch hier wieder vollreif. Also ist für mich auch ein Wein, der jetzt von der Sonne verwöhnt ist. Man hat hier auch vollreife Frucht, einfach eingekochte Frucht vielleicht, konzentrierte Frucht. Ja, durchaus schon vom Kaliber her eine ganz andere Nummer wie jetzt ein St. Magdalena. Ne? Ist schon einfach was mit mehr Bums einfach. Ja, keine Frage. Hat jetzt auf jeden Fall mehr Dichte, mehr Konzentration. Muss dazu erwähnen, dass ich hier mit 3 verschiedenen Lagen spielen darf. Einer Spitzenlage aus Gries, dem Gotha des Lagrein hier in Südtirol, wo es ist die Lage in der westlichen Seite von Bozen, also wirklich Bozener Talkessel, Bozener Tieflage, wo die besten Lagreins Südtirols herkommen. Da kommt ein Part her, dann ein zweiter Part aus der Bozener Dorfseite, das heißt, das ist eher Richtung Saantal, ist eine bisschen kühlere Lage, und dann eben unsere Lagen hier direkt am Hof, wo die sicher so um die 14 Tage später geerntet werden, aber die nur in den tieferen Lagen reifen dürfen, weil man muss dazu sagen, Lagrein erfährt momentan so seine Begrenzung so um die knapp 500 Meter Meereshöhe, 450 mit 500 Meter Meereshöhe, alles was drüber ist, glaube ich, tut sich schwer mit der Ausreifung. Mhm. Wahrscheinlich Spitzenlagen strafen mich Lügen.
Aber grundsätzlich, das ist eben das Tolle am Lagrein. Es braucht hier wirklich die Lage, um schöne Weine zu kreieren. Das geht ja nicht anders. Mhm. Hier beim sogenannten Jahrgangslagrein, ich mache eine Reserva-Qualität in den besten Jahren, spiele ich eben mit diesen drei verschiedenen Lagen und auch mit verschiedenen Holzen. Also hier relativ wenig neues Holz. Es ist zumeist gebrauchtes Holz, kleines Holz, mittleres Holz, aber auch großes Holz. Da kommt so alles rein. Deswegen spürt man hier ganz wenig Holz eigentlich. Mhm. Aber es lagert hier wirklich alles 2 Jahre. Das ist die Abfüllung vom September, zumindest mal meine, aber ich glaube, ihr ist dieselbe. Der war wirklich 2 ganze Jahre. Also wenn er 09 Lotto-Nummer Ende hat, dann ist die September-Abfüllung. 09, ja. Ja, dann 21, 09. Mhm. Ja. Nee, also die Holzaromatik schmeckt man schon. Es hat erinnert so ein bisschen an kalten Kamin, an so ein bisschen Asche erinnert. Das ist einfach, wie sind die getoastet, die Fässer? Unterschiedlich. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt grundsätzlich, also neue sehr wenig drinnen, aber wenn, dann mache ich nur Medium Toast, also mache fast keine Stärke getoastet. Also wenn dann nur wenig. Ja, aber also was man auf jeden Fall merkt, ist, dass der Wein Holzfass gereift ist. Er hat eine Oxidation erfahren. Das merkt man einfach an den Tanninen, die hier eine ganz andere Struktur, eine ganz andere Griffigkeit nochmal mitbringen, wie im St. Magdalena. Ist aber rebsortentypisch. Es ist einfach die Rebsorte, die mehr Gerbstoffe mitbringt. Und die würden jetzt ohne Holzfassausbau einfach noch viel zupackender sein. Deswegen war es schon naheliegend, dass der Wein im Holzfass war. Aber eben, wie wir jetzt auch gehört haben, großes Holzfass, gebrauchtes Holz. Ich meine nur also alle paar Jahre auch eine Reserva-Qualität, nur in den besten Jahren. Und dort verwende ich eindeutig mehr neues Holz, mehr frischeres Holz. Und da ist man natürlich imstande, auch dem Lagrein, dem sehr austeren, wie der Franzose sagt, Lagrein, noch eine zusätzliche Fruchtsüße zu verleihen, dem Wein mehr Geschmeidigkeit schenkt, was ihm aber sicherlich etwas an Trinkfluss nimmt. Das ist kein Thema. Also so ein Lagrein, der hat natürlich diese Salzigkeit, diese Mineralität, die er dann zusätzlich auch noch hat, schon etwas Spannendes. Also ich find oft die sogenannte Jahrgangsqualität, obwohl wir 2 Jahre später auf den Markt gehen, oft noch spannender als die Reservequalität, weil die Reservequalität hat dann in dem Moment ja lastiger und schwerer rüberkommt. Also jeden Gaumen natürlich unterschiedlich zu bewerten. Ja, und man darf ja auch nie vergessen, dass die Weine ja vielleicht auch unterschiedliche Rollen ausfüllen. Also der eine ist vielleicht jetzt mehr als Essensbegleiter gedacht und der andere mehr als Nachmittagswein. Und das ist natürlich in so einer Verkostung immer schwierig nachzuempfinden. Und gerade bei ungeübteren Verkostern stelle ich das schon immer wieder fest, dass zum Beispiel gerade große französische Weinstile ein sehr schlechtes Renommee haben, wenig gut ankommen, gerade im Vergleich jetzt mit spanischen Weinen zum Beispiel, die einfach jung schneller Spaß machen, wie jetzt vielleicht ein Bordeaux, tut sich ein Tempranillo einfach leichter in jungen Jahren. Aber es wird halt oft verkannt, dass gerade französische Weine halt als Essensbegleiter konzipiert sind in vielen Fällen, wenn man jetzt an die klassische Stilistiken denken. Und da, wenn man jetzt da wenig Erfahrung hat, dann bewertet man so Weine viel schlechter in der reinen Weinverkostung, weil man das Zusammenspiel mit Speisen einfach nicht so antizipieren kann. Ne? Richtig, richtig, ja, ganz genau. Gut, dann kommen wir zum letzten, zum Castlet. Das ist eine Cuvée aus Cabernet und Lagrein. Ja, Castlet. Castlet, also, ja. Zwei Worte zum Namen. Südtirol hat eine lange Weinhistorie. Vielleicht wissen die meisten nicht. Also Südtirol hatte, in Südtirol wurde die Rebe nicht von den Römern eingewandert, eingebürgert, sondern wie in vielen anderen europäischen Weinbauregionen, sondern es gab die Rebe schon vorher, also eine wahnsinnig lange Geschichte. Deshalb hat und die Nähe zu den
sagen wir, die zentrale Position rundherum in Europa hat natürlich den Handel extrem angefeuert und Südtirol war immer schon ein Durchzugsgebiet mit sehr viel Handelskraft und der Wein war da immer vorne weg. Und um den Wein in die nahegelegenen, hauptsächlich eben transalpinen Gebiete zu bringen, Österreich, also Tirol, Bayern, auch sicher Württemberg, machten sich die Südtiroler auf den Weg über die Pässe mit großen Fässern, die auch einen Namen erhalten haben. Und darunter war eben auch eine bestimmte Größe, der namens Kastlet. Das waren die Kastlet, wie wir im Dialekt sagen. Und mit großen Ochsenwagen fuhren eben die alten Südtiroler über die Pässe und verkauften dort draußen ihre Weine. Daher der Wein. Der Wein an sich, Cabernet Lagrein, besteht aus 55% Cabernet, 45% Lagrein, war ein Jahr lang im Holzfass, davon war ein Drittel neues Holzfass. Das zweite Jahr reift der Wein dann in gebrauchten 500 Liter Tonneaus. Und im dritten Jahr bleibt er zum Ausgleich entweder im großen Holzfass oder im Stahlfass und wird dann nach über 2,5 Jahren erst abgefüllt. Also der 2018er, den wir, glaube ich, beide im Glas haben, wurde im April diesen Jahres abgefüllt. Aus guten Abverkäufen wurde der Wein schon viel früher in den Markt geworfen, als eigentlich von mir angesagt. aber ja, normalerweise sind wir immer einen Jahrgang später, weil ich eigentlich ein Jahr Flaschenreife noch für besser halte. Der Wein ist halt jetzt schon auf dem Markt. Ja, okay. Das ist ja. Jetzt, was mir jetzt ständig im Kopf rumgeistert, zu der Zeit, wo wir jetzt gerade erfahren haben, wo die Ochsenkarren da Richtung Norden unterwegs waren, hieß das Gebiet damals schon Südtirol oder war das alles noch Tirol? Ja, richtig. Alles war Tirol, ja. Also ja. Wir fuhren vom Süden Tirols in den Norden Tirols. Alles hieß Tirol, kein Thema, ja. Ja, weil das ist das, was ich mir auch immer denke. Ich meine, gerade wenn man jetzt am Reschenpass vorbeifährt und sieht da die Auswirkungen der Annexion Tirols durch Italien damals. Und ich meine, die Tiroler sind ja eine anerkannte Minderheit in Italien und deswegen sind die Straßennamen etc. pp. Ja auch alle in Deutsch und Amtssprache ist auch Deutsch. Aber was ich schon immer so ein bisschen als einen politischen Fingerzeig empfinde, ist der italienische Name der Region, weil da taucht der Tirol als Name gar nicht auf, ja, sondern Alto Adige, was ja wie Oberedge zu übersetzen ist, aber man hätte ja auch eine italienische Übersetzung für Südtirol finden können, aber ich vermute mal, dass da wahrscheinlich peinlichst drauf geachtet worden ist, dass das Wörtchen Tirol möglichst nicht mehr auftaucht, ne? Ja, da müssen Sie unseren geehrten Herrn Ptolemy interviewen. Der war verantwortlich für die teilweise absurde Namensgebung für viele, viele, viele Südtiroler oder deutsche Namen, die italienisiert werden mussten. Sicher Alto Adige hat sicher noch ein bisschen eine längere Geschichte. Also das wurde jetzt nicht erst geboren bei der Annexion Südtirols. Man muss immer die Perspektive verstehen. Ne? Ja, klar. Der Italiener schaut von Süden nach Norden und sieht da oben irgendwo im hohen Edge irgendwo ein paar verrückte Deutschsprache. Ja, genau so ist es wahrscheinlich. Ja, also farblich schlägt hier natürlich der Cabernet auch nochmal deutlich zu Buche. Wir haben jetzt einen viel dunkleren Kern. Ich denke, das ist dem Cabernet auf jeden Fall zuzuschreiben und eine deutlich sattere Farbe, wenn man reinriecht. Ja, Holzfass riecht man auch, aber es ist einfach schon diese Cassis-Note, ein bisschen Pflaume vielleicht, auch die den Cabernet dann schon ein bisschen erahnen lässt. Es ist jetzt nicht mehr dieses überwiegend Bärige, wie wir es jetzt gerade im Lagrein pur hatten, sondern hier merkt man schon einfach den Cuvée-Partner. Cabernet scheint ganz gut mit
Lackreihen zu funktionieren. Ich weiß nicht, kann man ja auch im klassischen Bordeaux-Verschnitt, kann man es ja auch so ein bisschen zusammenfassen. Der Merlot-Anteil ist oft mehr für die Fruchtigkeit vielleicht zuständig, wenn man es so ganz pauschal mal formulieren möchte. Und der Cabernet bringt einfach das Gerüst, die Struktur mit seiner ausgeprägten Tanninstärke mit rein. Aber das ist, glaube ich, auch ein bisschen die Idee hinter der Cuvée vielleicht, oder? Dass der Lagrein zu dem fruchtigen Part mit einbringt und der Cabernet Struktur und Gerüst mitbringt, oder? Ja, klar, ganz gut erkannt. Cabernet hat einfach zusätzlich auch noch die geschmeidigen Tannine, wenn reif geerntet, die ein Lagrein, auch wenn er reif fixt, geerntet wird, nur ganz schwer zum Ausdruck bringen kann. Und die Kombi ist meines Erachtens eine sehr gelungene, weil der Lagrein dann zusätzlich noch diese eigene Persönlichkeit ins Glas bringt, die ein Cabernet, weil wir den ja aus 100.000 Varianten kennen, vielleicht nicht mehr so hat. Ne? Mhm. Aber auch spannend, im ersten Moment vorne an der Zunge extrem typisch Cabernet, also im positiven Wortsinn sehr, sehr rebsortentypisch. Und hinten raus lugt dann so der Lagrein ein bisschen durch. Also ich denke, in der Blindverkostung hätte ich schon auch als Cuvée vermutet, wäre natürlich sicherlich nicht auf Lagrein gekommen. Aber im ersten Moment ganz klassischer Cabernet. Und dann hinten raus kommt dann die Fruchtigkeit, diese Bärigkeit nochmal zum Tragen, wie wir es vorher im reinsortigen Lagrein hatten. Also finde ich, gefällt mir sehr, sehr gut. Muss ich wirklich sagen, fast vielleicht sogar einen Ticken besser wie Lagrein reinsortig. Aber ich bin auch ein Cabernet-Fan, muss ich auch sagen. Also das vielleicht deswegen. Ja, aber vom Ausbau her grundverschieden. Also von daher gesehen passt das auch. Dann ist ganz anders ausgebaut. Also ganz anders. Dann hat mehr Holz. Ja. Aber das verträgt er eben auch, weil der Cabernet einfach eine andere Tanninstruktur mitbringt und vielleicht auch einen anderen Ausbau erfordert, um harmonisch und gefällig zu erscheinen und nicht zu astringierend oder zu ungehobelt. Da, glaube ich, muss man einfach auch im Ausbau dann mit dem Lagrein ein bisschen anders umgehen wie mit dem Cabernet, ne? Der einfach mehr Holz verträgt auch oder verlangt vielleicht besser gesagt sogar. Leckere Weine, also ich kann nur jeden empfehlen, der die Schnauze voll hat, vor Bozen im Stau zu stehen, macht einen Abschwung, fahrt runter, schaut auch dort vorbei. Ihr könnt es ja verbinden, klappert die allen angesprochenen Weingüter, die wir jetzt hier im Podcast haben, an. Aber Lorca ist auf jeden Fall für mich nächstes Mal auch gesetzt. Vor allem, wenn ich nicht weiterfahren möchte bis in die Toskana, dann würde ich die Chance da tatsächlich ergreifen, bei meinem nächsten Besuch da auch eure Toskana-Weine nochmal zu probieren. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, vor allem, weil mein Mentor und Impfkristall, der mich da in die Weinwelt gebracht hat, der Frank Röder, einer der wenigen Master of Wine in Deutschland, der ist eben auch Maremma-Fan. Und bin ich da auch ein bisschen vorgeprimed sozusagen. Deswegen würde mich das an der Stelle dann auch nochmal sehr interessieren. Haben wir noch irgendwas vergessen, Herr Lorca, was wir zu Ihnen, zu Ihrem Weingut, zu Südtirol abschließend nochmal erwähnen müssten? Oder haben wir es ganz gut erschlagen? Wir haben mindestens 90% vergessen. Deswegen lade ich alle dazu ein, bei mir vorbeizuschauen, um sicherlich noch einiges zu vertiefen. Also Sie sind ja voll drinnen in der Weinwelt. Sie wissen, wie komplex und wunderbar vielfältig unsere Welt sein kann. Also wir könnten hier Stunden und Stunden und Stunden und Stunden plaudern und wir hätten nur einen Bruchteil angerissen. Also aber im Großen und Ganzen ein sehr gelungenes Gespräch. Freut mich, etwas aus unserem Schaffen euch allen mitgeteilt zu haben. Und würde mich freuen, euch irgendwann mal bei uns hier entweder in Südtirol oder in Toskana begrüßen zu dürfen. So, und das war schon wieder so schnell vergehen. 2:15, wenn man den richtigen Gesprächspartner hat. Ich kann nur euch auch an der Stelle wieder empfehlen, wenn ihr auf dem Weg nach Italien seid, haltet auch im Verkostungsraum
der Kellerei Lorca, nutzt vielleicht sogar die Gelegenheit, dort die angesprochenen toskanischen Weine zu probieren. Das ist sicherlich ein Novum, dass man das auch in Südtirol machen kann. Und da hat man wirklich ein ganz schönes Pensum dann vor sich, sich durch das ganze Sortiment zu verkosten. Ja, ich fand die Weine, wie gesagt, sehr spannend, ungewöhnlich im besten Wortsinn. Alle sehr ausdrucksstarke Charakterweine. Das ist das, was mir einfach gefällt. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Die nächste Folge erscheint am 4.12.21. Das wird höchstwahrscheinlich wieder ein Interview sein zum Thema Südtirol. Wie gesagt, wir bleiben ja bis zum Jahresende noch in Südtirol. Die übernächste Folge erscheint dann am 25.12. Es wird eine Weihnachtsfolge werden. Da muss ich mal nochmal in mich gehen, was ich dazu mache. Aber das ist dann auch wahrscheinlich noch zum Thema Südtirol. Ja, damit soll es gewesen sein. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Werdet Mitglied in meiner Facebook-Gruppe Wein verstehen leicht gemacht. Meldet euch bei mir mit euren Fragen, Anregungen oder Themenwünsche. Und damit verabschiede ich mich wie immer mit genussreichen Grüßen aus München. Euer Florian. Ciao, Servus.